Meine Damen und Herren. Herren und Damen. Willkommen zu einer neuen Folge von Die Deutschen. Die Deutschen Podcast. Podcast mit dem unbeschreiblichen, charismatischen Cheyenne Garcia. Und dem nicht zensierbaren Nizar, der immer für Love, Peace und Harmony steht. Ja. Der niemand was Böses will. Genau. Und er leider manchmal zu Unrecht ja. in die Schranken gewiesen wird. Genau. Boah, was ein gutes Deutsch. Ja, ich sag doch, du bist krass. Und du hast dich entwickelt. Du bist nicht mehr der von früher. Ja, zum Glück. Ja. Und für die Zuhörer, die Zuschauer haben ihn schon gesehen. Ja. Wir haben wir haben wieder einen Gast. Und diesmal das Besondere an dem Gast ist, dass wir die ganze Sendung Sie sagen müssen. Das ist das erste Mal Premiere. Der älter als dieser. Dass ich das nochmal erleben darf. Ja, ja. Gut. Ich dachte, Dinosaurier sind auch gestorben. Ja. Anscheinend nicht. Mario Wendler, ja? Ja, verwandt mit. Verwandt mit. Natürlich, klar. Ja, wie geht's Ihnen? Wer ist der andere Wendler? Solange er das Du nicht anbietet, muss ich sagen. Ja. Kannst du sagen. Ja? Darf ich das? Ja, darf ich auch du sagen? Du darfst auch du sagen. Ja, bist voll korrekt. Ja. Okay. Wie heißt der andere Wendler? Michael Wendler. Michael Wendler. Bist du verwandt mit dem? Nee, aber ich kann. Hab sehr viel gemeinsam mit ihm. Ah, zum Beispiel die pädophilen Vorzüge. Davon ganz abgesehen, ich kann auch nicht singen. Ey, guck mal, ich will euch was sagen. Guck mal, das klingt jetzt hart. Aber der Tag, an dem ich Mario ins Herz geschlossen habe, weil das, du kennst das, wenn einer was so Hartes sagt, so, dass ja. ich, weißt du noch, ja. dass ich sogar sage, boah, das ist jetzt kein Scherz, ne? Das ist ja. kein Scherz. Ja. Ich habe Mario getroffen bei irgendeiner Mixshow. Wir Comedians, wir treffen uns ja immer. So, und dann habe ich ihn eine Zeit lang nicht gesehen. Und dann habe ich ihn bei der Mixshow getroffen, ich schwöre euch. Und er hat so total abgenommen. Und dann sage ich zu ihm, boah, Mario, du hast voll abgenommen. Krass, wie hast du das gemacht? Und der so, naja, Krebs. Das war so krass. Das war so ekelhaft. Das ist dein Humor, ne? Ja, voll. Und weil er das gesagt hat, das kann man auch nirgendwo sagen. Und es hätte auch kein anderer gefeiert, außer ich. Nur ich habe das gefeiert. Mario, ja. für die Leute, die dich noch nicht draußen kennen. Wie war der Zweite Weltkrieg? Wie war das? Wie war das? Wir haben ihn verloren. Ja. So. Ja. Wir haben ihn verloren, das ist stark. So, du bist Comedian? Ja. Stand-up-Comedian? Ja. Hauptberuflich? Ich gehe noch abwaschen nebenbei, Alter. Ja, das ist ja egal, was du nebenbei machst. Nee, also Stand-up-Comedian, semi-professionell. Schauspieler, also Actor. Also haben mich bestimmt schon viele gesehen. Als Serienvergewaltiger und echt? Ja, wirklich, wahr? Ich hab, du siehst auch so aus, deswegen passt das. Ja, nee, echt. Ja. Ich bin so zum Comedy-Casting bei Konstantin, große Filmproduktion. Ich will den Namen jetzt nicht nennen, aber die haben gesagt, ey, für Comedy dieses Casting gemacht, kriege ich einen Anruf, wir haben für dich eine Hauptrolle. Und ich mich gefreut, so yeah, ja. machst Drehbuch auf einmal steht drin, Serienvergewaltiger Detail. Ja. Ja. Und das hast du einen Serienfilm? Ja. Krass, wir wollten immer einen Korpsmolester einladen. Ja. Musstest du, aber das war aber einfach, einfach, weil du musstest dich ja nicht an die Schauspieler. Nee, aber das ist, Seriengewaltiger. Also was macht denn ein Seriengewaltiger aus? Vergewaltiger? Ja, ab wann ist man ein Seriengewaltiger? Vielleicht bin ich also auch ein. Ich wollte mich auf die Rolle gut vorbereiten. Ich habe daheim am Teddy geübt. Also, so, ich wusste ja nicht. Ey, diese Folge. Weißt du, ob man. Wie die anfängt. Ja, diese wie geht's denn weiter? Die ganze Folge ist schon. Hier ist, wenn das der Anfang ist, wo geht's das, das Ende ist nah, mein Freund. Wir haben schon alles hier rausgekommen. Ist schon mal, der Satan ist hier. Zweite Weltkrieg, Vergewaltigungen, Serienmörder, Killer, Pädophilie. Alles drin. Alles drin. Wir haben nicht mal 5 Minuten. Das wird noch könnt besser. Könnt ihr mal einen Gang zurückschalten? Wir müssen ja die Strähe. Wir müssen ja die yeah. Aber ich, also. Was hast du dann gemacht in der Serie? Ja, also. Ich war das eine Serie oder ein Film? Sorry. Das war eine Filmproduktion. Und ich habe mich auf die Rolle vorbereitet, aber ich hatte noch nie vergewaltigt. Also, ich wusste nicht, wie das geht. Ja. Und, was? Bist du aber. Ich hatte. Ich habe Liebesbrief geschrieben, Blumenstrauß mitgebracht, aber es kam nicht so an. Aber nee, aber ich war der beschissenste Vergewaltiger, den die je hatten. Der ist ausgetickt. Weil die Protagonistin, also die junge Dame, die war Joggerin,
Ja. Und die haben mich hinterhergejagt, Alter. Ja, ich bin nicht hinterhergekommen. Genau. So. Ich hab gekeucht wie so ein Walross. Wirklich, der Regisseur ist ausgetickt. Aber musst du die schnappen? Musst ja, du die auch schnappen, aber das ging ja nicht, weil ich immer, weißt du, wie so ein Walross, schnauf. Ja. Und sollte ich sie so runterdrücken. Das waren die schönsten Szenen, was ich dann so machen sollte. So, wo ich mich drauf gefreut habe. Das ging nicht, ich war fertig. Der Regisseur ist ausgetickt, cut. Und dann habe ich so gesagt, ich habe eine gute Idee, ich spiele das Opfer und dann ja, wann bist du das Opfer? Bin dann vom Set geflogen, ohne Scheiß. Ja. Also du hast den Film gar nicht zu Ende gedreht? Die haben mich dann reingeschnitten und so. Als Vergewaltiger, aber die haben dann gesagt, nee, es hat keinen Zweck mit dir, also das ist nicht deine Rolle so. Das heißt, du erzählst uns, wie du eine Filmrolle bekommen hast, die du verkackt hast, du bist rausgeflogen, aber nennst dich trotzdem Schauspieler. Ich habe danach noch ein Angebot gekriegt als polnischer Obdachloser und vom Bayerischen Rundfunk, ohne Scheiße. Was ist der als polnischer Obdachloser? Ja, ich weiß auch nicht warum. Sieht nicht unbedingt polnisch aus, aber habe ich einen Obdachloser. Stimmt. Aber krass, was kriegst du für Rollen? Was ist ja, das denn? Ja, krass. Aber ich hab's dann gemacht. Perfekt zugeschnitten halt auf einen. Ja, ich hab's dann gemacht, weil ich durfte die Pfandflaschen mitnehmen. Also. Und dann. Der hat ja auch mal eine Rolle, hat auch wie Faust aufs Auge gepasst. Der sollte einen Priester spielen. Pädophil-Priester. Okay, so schließt sich der Kreis. So schließt sich der Kreis. Boah! Oh Gott, in dieser Folge ist alles drin. Ja, wir haben alles reingezogen. Sag mal nochmal zwei gegen andere Gruppierungen noch. Ja, alle drin. Warte. Hast du auch so vernünftige Rollen bekommen? Ich überlege gerade, nein. Korrupter Polizist habe ich auch schon jetzt gemacht, ja. Ja, das ist mein Ding. Ja. Nee, nicht sein, weil er ist ja eine Snitch. Du kannst kein Korrupter. Also stimmt, ja. Er ist ja für die Polizei. Ah, ich habe korrekter Polizist verstanden. Nein, korrupter Polizist. Ja, das ist voll, nee, wird streng verraten, der Dienststelle. Ja. Der Dienststelle. Wenn der deinen Polizisten ja, ich verrate jeden. Und der zu dir sagen, würdest du ihm sagen, ey, ich schicke von dem so viel Geld, damit die wegkommen, der wird dich snitchen. Weißt du, was ich gemacht habe in Berlin? Wie ihr Comedians immer sagt, bei jedem Bit so True Story, ja, das ist echt ein Pass, wirklich genau, wahre Begebenheit. Ja, genau, so. Genau. Sehr das erfindet ihr immer, ne? Ja. Nein, so. Das ist echt wahr. Ja, ja. So, ich war in Berlin ja. Und ich war da auf Tour, ne? Ich habe eine riesengroße Tour gehabt, Deutschland, Österreich, Schweiz, wenn du es nicht mitbekommen hast. So, ich war da. Doch, ich hab den. Der hat ja auch vier Firmen. Ich hab dieses. So. Weißt du, was er viel gesehen hat? Fiat Uno. Ja. Weißt du, dass er vier Firmen hat? Ja, ja, klar. Vier Stück an der Zahl. Ja. Vier, eins, also getrennte Firmen, ne? Ja, ja, okay. So. Okay. Und da hat ein Kollege. Und da hat ein Kollege von mir geparkt. Dann kam das Ordnungsamt. Dann kam einer rein in diese Shisha-Bar, ne, wo wir waren, und sagt: Ey, da werden die werden gerade so aufgeschrieben, geht mal raus. Dann sind wir sowieso gerade am Gehen, gehen raus. Fragt, das war eine Story, wirklich. Da kam der Ordnungsamt und sagt: Sie stehen aber hier falsch, na, 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 ne? Sagt er so: Ja, aber ich sag. Was hören Sie auf den? Schleppen Sie den einfach ab. Ich hab gesagt, der hat Scheiße gebaut. Ja. Warum lassen Sie sich noch mit dir diskutieren? Und der Mann kriegt da so Motivation und sagt, Sie haben eigentlich recht. Ja, wie der ist. Ja, und dann sag ich, was kriegt der denn? Der ist so ein Staatsbefürworter. Sagt er so, ja, 35 Euro Strafe. Ich sag, viel zu wenig. Viel zu wenig. Ich sag, ich würde den abschleppen an ihrer Stelle. Mhm. Der so, ja, der ist aber jetzt hier und so. Und dann sagt er, warum machst du das? Hör doch auf. Ich sag, guck mal, wie der jetzt hier sich rausreden will. Das habe ich gemacht. Geil. Ich finde das unkorrekt. Ja. Muss okay. Bestraft werden, wenn man was falsch macht. Ja. Okay. War schon mal ein Puff? Ich bin mal durchgelaufen. Also nicht so als Gast. Ja. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich bin echt mal durchgelaufen. Ich finde, dass die Bordellszene so ein bisschen. Das Laufhaus. Ich finde, dass man das Laufhaus so. Das ist voll die Propaganda gegen Laufhäuser. Also Bordell, so, was ist daran schlimm? Im Laufhaus? Ja. Warum wird das so in das die schlechte Ecke? Das Klientel dort. Echt? Ja. Die Arbeiter selbst oder die Gäste? Ich glaube, die Gäste. Ja. Ja. Ich meine, wer geht denn durchs Laufhaus? Und beschreib mal, was denkst Preis du? Und so. Nee, ich habe einen Kumpel, auch einen Stand-Up-Comedian, André Kramer, der wohnt direkt in St. Pauli, direkt im Kiez. Und der hat dann so eine Führung mit uns gemacht durchs Laufhaus. Ja. Und hat auch die Prostituierten gefragt, wie was kostet. Und ich war richtig... Ich hab zum Portemonnaie gegriffen, hab überlegt. Nein, Quatsch, nein, aber. Nee, es war eklig. Also, wenn du es siehst, wie die Frauen. Findest du es eklig? Ja. Ja? Ja, ja. Wenn die Frauen, für Geld haben wollen. Nein, nee, so diese ganze. Sch-
Scheiße, das ist diese dumme Schlappen. Unerhört. Was den Eisbech. Oh Mann. Respektlos nenne ich das. Was den einfällt, ne? Oh. Krass, deine Ansicht zu sehen. Die Pause. Ja, also wenn ich finde das auch ekelhaft, dass die Frauen da irgendwie noch Geld haben. Das war gut. Das war richtig gut. Das ist aber geil. So. Mein Vater hat immer gesagt, er freut sich, in ein gewisses Alter zu kommen, weil dann kann er sagen, was er will und keiner kann ihn mehr. Ja, das, da bist du jetzt. Ja, bist du jetzt. Okay, Mario. Ein Freund hat dich durch den Kiez gebracht und hat dir was gezeigt. Durch ein Laufhaus mit Freunden. Ja, durch ein Laufhaus mit Freunden, ja. Und dann hast du entdeckt, du wärst Comedian oder was? Oder wann wusstest du, war das so, dass du irgendwie die Leute damals in der Kneipe ein bisschen lustig den Abend durchlaufen hast oder war das die Eltern? Wie war das so, dass du sagst, ich bin Stand-Up-Comedian? Ihm hat man es 18 Jahre lang gesagt, aber er hat sich gecheckt und nach 18 Jahren sagt er, ey, ich denke, dass ich Stand-Up-Comedian werden will. Was für ein dreckiger Iraner, Alter. Aber das war ja wirklich so ein bisschen lang. Das war so ein Zorn, wenn ich jetzt schon Flaxes an ihn. Du wärst schon wieder zu Ende. Leben verkackt, eingestiegen, als schon zu spät war, wie bei allem. Nee, ich glaube, es ist nie zu spät. Also irgendwo einzusteigen. Das würde ich jetzt auch nicht. Ne? Ja, das ist genauso, wenn so alte, mittelmäßig Frauen dann sagen. So, wenn die anfangen auf TikTok zu tanzen, obwohl die so 60 sind. Ja, jeden seins halt, ne? Ja. Wann, aber. Jeder hat andere Fetische. Ja. Also, wie ich angefangen habe, ich glaube, es ging in der Schule los. Also ich glaube, mit der Pubertät. Da wusstest du schon, ich will Stand-Up werden. Nee, da gab es ja noch gar nicht so die Bezeichnung. Ja klar, in den 30er Jahren schon gab es kein Stand-Up. Da gab es nur Komiker. Kabarettisten oder sowas. So. Aber nee, es fing in der Schule an. Ich habe dann so Pubertät, wurde dem Mädchen gefallen, habe dann Blödsinn gemacht, bin immer rausgeflogen im Unterricht und dann habe ich Gitarre gespielt, alles möglich. Ich glaube, es war so ein Ding, um im Rampenlicht zu stehen, so das Theatralische. Okay, wann war dein erster Stand-Up-Auftritt, den man auch Stand-Up-Auftritt nennen darf? Im nüchternen Zustand. Ja. Ja. Der allererste, der war 2002, ja. Wo? Scheiße. In Berlin, im Quatsch Comedy Club. Und da ist direkt? Direkt im Quatsch Comedy Club. Wie kann man seinen ersten Auftritt da haben? Das war das hieß Ediths Talentschmiede. Ah. Das, was jetzt so die Comedy Hotshots ist. Ja. Also 1945 war das. 2002. Ja, da war ich noch in der Schule, ich glaube in der 6. Klasse. Da habe ich den ersten Spider-Man im Kino geguckt. Ich war 5. Klasse oder so. Ja, ich war dann schon lange nicht mehr in der 5. oder 4. Klasse. Nee, ich war sogar in der 4., glaube ich. Nee, ich war schon lang, da hatte ich mit Schule nichts mehr schon zu tun, 2002. Ja, ihr seid alle alt. Ja, und dann bist du da aufgetreten? Bin ich aufgetreten und habe so richtig hart verkackt. Also man sagt so in der Comedy-Sprache, also ich bin gebormt. Ich habe quasi, ich hatte so Lampenfieber bekommen, habe in der Garderobe meinen Text umgeschrieben. Warum? Weil wir hatten so Soundcheck gemacht und keiner hatte gelacht. War auch kein Gast da, muss ich dazu sagen. Ich war so völlig verunsichert. Und dann habe ich meine Gitarre auf der Bühne zertrümmert noch. Und und Scheiße. Warum? Ich habe ein spanisches Lied gespielt, bin ausgetickt und habe die zertrümmert und ich habe die Leute beleidigt. Also so, was ich jetzt auch mache. So. Ja, hier, das ist, das ist geil. Ja. Ich würde es auch machen, wenn ich Stand-Up wäre. Ja. Und da war sogar Thomas Hermanns noch da und hat gesagt, da fehlt der rote Faden, aber den Auftritt werde ich mein Leben nie vergessen. Das ist eine gute Kritik. Was macht der eigentlich jetzt? Thomas Hermanns? Der lebt in Valencia, glaube ich. Ja? Ja, in Spanien, Marbella, irgend so ein Kaff in Spanien. Ja. Und was macht er da? Lebt mit seinem Lebenspartner und managt das Ganze von Spanien aus, manchmal auch in Deutschland. Was macht er denn managt? Nur die Quatsch-Comedy-Clubs sind ja so, wie viele sind es? 4 oder so, ne? Und, die gehören ihm? Ja, ja. Der hat es ins Leben gerufen. Hamburg, Berlin, Stuttgart und München, ne? Ja, der, genau. Nee, in Düsseldorf gibt es, in Mönchengladbach gibt es jetzt auch einen. Mönchengladbach im Tick, genau. Genau, Ist auch schon aufgetreten, ja. Und... ja,
Stuttgart, ne? Ja, hat's auch schon gehört. Ja. Ah, die gehören ihm. Ich dachte, er ist immer nur der Moderator. Der hat das damals. Das habe ich auch früher auch gedacht, genau wie du. Ich bin ja jetzt beim Quatsch Comedy Club in Stuttgart. Freitag und Samstag, also morgen, übermorgen. Ah, cool. Ja. Ja, das ist immer schön. Berlin ist vor allen Dingen schön, wenn viele Touristen da sind und. Und man so Sachen machen kann, wofür du gecastet wirst. Ja, genau. Willst du noch weiter in die Schauspielerei? Das war einfach nur so eine Anfrage. Natürlich kriege ich jetzt immer mal Anfragen halt. Aber ich muss immer abwägen halt, ne? Also jetzt Mörder habe ich noch nicht gespielt oder Leiche oder Leichengender. Leichengender. Kopfmolester, das wäre ja gut. Ja. Wir sind Befürworter der Leichenschändung. Ja, okay. Wir beiden. Okay. Weil du kannst nichts falsch machen. Dein Partner kann sich nicht beschweren. Täuscht aber auch keinen Orgasmus vor. Also. Genau. Aber ist Leichenschändung, ich weiß immer nicht, ob es illegal ist. Das ist illegal. Nekrophilie, ja. Es ist die Krankheit, also die Neigung, aber es ist illegal. Boah, aber wenn ich diese Neigung habe, ich kann doch nichts dafür. Es gibt ja auch andere Neigungen, die akzeptiert werden. Nicht unbedingt. Also. Wie? Ich meine, wo willst du dann, also du musst auf dem Friedhof die Leute ausgraben oder ins Leichenschauhaus. Genau. Aber wenn die Leute so korrekt wären und mich akzeptieren würden, würden die mir das zur Verfügung stellen. Genau, weil wir sind ja tolerant und jede Neigung wird akzeptiert und gepusht. Das ist eigentlich ein neues Geschäftsmodell. Also hast du eine fünfte Firma. Stark, Alter. Stark, sehr gut. Die bezahlen bestimmt viel Geld dafür, ja. Okay, also würdest du es nicht gut finden, wenn ich nekrophil wäre? Das ist dein Problem. Ich würde mich auf alle Fälle nie totstellen in deiner Nähe. wie heißen diese Tiere? Possum? Possum, nee. Die sich immer so totstellen. Aber so richtig so plack. Weiß gar nicht. Nein, das ist nicht nur Possum. Keine Ahnung. Possum? Weiß nicht. Okay. Totstellen. Hast du mal im Leichenschauhaus gearbeitet? Ich habe mal Praktikum im Krankenhaus gemacht und habe da mal, ich habe 5 Jobs. Ich habe eine therapeutische Ausbildung gemacht. Als Therapeut. Was für Therapeut? Das psychosomatische Klinik. Ja. Sag mal so, ist so eine Gestaltungstherapie, sowas. Und ich will nicht genau mich also wie kann hast ich mir, so, hast du so Salim kennengelernt bei dem Patienten? Kann ich mir das so vorstellen, dass du dann mit jemandem Tischtennis spielst, dass er so abgelenkt ist und dann sagst du, hat schon mal dein Vater dich versucht anzufassen oder so? Kann ich mir das so vorstellen? Nee, ich habe ihn angefasst und anhand der. Im Grunde genommen ist Arbeit ist ja Therapie und wenn man arbeitet. Scheiße, ich komme nicht konzentrieren hier bei euch. Also Arbeit was? Ist ja, Arbeit ist doch wohl der Ärzte in dem Podcast. Ja, gell? Ja. Wir sind sehr seriös. Ja, was soll das hier? Hammer. Du bist so einen seriösen Podcast. Hast du mit Zahlen schon mal einen Podcast gehabt? Ja. Ja? Ja. Wie lange ging die Folge ungefähr? Wir mussten das dann schneiden, weil. Ich glaube, wir haben schon 1,5 Stunden mal vollgekriegt und so, ja. Aber wie kamst du mit dem Curry-Geruch klar? Es geht eigentlich, er stinkt nicht mehr so sehr wie früher. Ey, was ist mit Salim los? Der sieht aus wie so ein körnerfressender Obdachloser, also wirklich. Ja, ich muss echt sagen. Salim, was ist los mit dir? Immer? Ja, Mann, der hat sich mit. Also der beschreibt ja auch, der hat ja auch gar kein Gewicht mehr. Der ist so durchsichtig. Ja, ist richtig. Aber der transparente Salim. Der transparente Salim. Nimm dich so bei Insta. Das ist der neue Account. Der neue Account. Boah, wenn Salim auch kommt, ich glaube, das wird ganz ekelhaft. Der kommt ja auch. Der hat ja auch schon. Ja, cool. Ich habe nur extra jetzt Ding bestellt. Entlüftung, Belüftung. Der stinkt nicht, glaube ich. Der lebt sehr gesund. Ja, normal, wenn er nur eine Aubergine isst am Tag. Nee, ich muss echt sagen. Wo lebt der gesund? Der sieht aus, als ob der stirbt. Das sieht nur so aus, Alter. Wir zögern den Tod langsam in den Arsch. Die Sprüche sind genial. Ja, ist richtig gut. Am besten ist ja mit. Aber denkst du nicht, wenn du Salim manchmal siehst, der Arme, Alter? Nein, Alter. Sagst du nicht so Jassik? Sagst du nicht so Jassik? Der Arme. Der sieht aus wie dieses Mikrofon hier, Salim. Digga, der hat 12 Eigentumswohnungen in Köln und so weiter. Ja, und? Was hat der? Der hat Eigentumswohnungen. Ja, das hat er echt, aber Bruder, der sieht aus. Das gehört der Bank. Das ist doch keine Zukunft. Ja. Das gehört alles ihm. Ja, nee, er zahlt die Rate.
Hat der hat abbezahlt. Keine Rade, er hat das Cash. Cash hat er bezahlt? Nee, Cash nicht, mit Überweisung, aber... er hat überwiesen, sofort bezahlt. Bruder, ja, der kann ohne Bank. Wieso ist der nie ein Steak? Wieso ist der nie ein Steak? Boah, wenn du kommst, Salim, ne? Er ist für Fleisch. Also er beschäftigt sich mit Ernährung und aber der ist ein richtiger Professor. Aber dass Fleisch ungesund ist, ist ein Trugschluss, das stimmt nicht. Fleisch enthält Eisen, es kommt drauf an, was für Fleisch. Also wenn du hier so radioaktiv verseuchtes Fleisch hier. Ja, natürlich ist das ungesund, weil es radioaktiv verseucht ist. Nein, ich meine das jetzt nur so, guck mal, du gehst im Lidl oder Aldi, holst dort Fleisch und da steht dann drauf, Haltungsform A, B, C, D, F, G, Omega. Ja. Omega ist dann quasi richtig. Ja, aber das Gemüse, das du beim Aldi oder im Rewe holst, ist auch gespritzt und verstrahlt und alles andere. Ist genau das gleiche. Ja, das stimmt. Ja. Das sind diese dummen Veganer-Sprüche, die die bei Leuten benutzen können, die keine Ahnung haben. Ja, das ist richtig. Deswegen soll Salim hier hinkommen und dann diskutiere ich gerne mit ihm. Alter. Diese angebliche Fleisch und Käse und Milch verursacht Krebs und dieser ganze Quatsch. Das macht er nicht, nee. Er, zum Beispiel, ich hatte schlechte Blutwerte und so weiter. Und dann, ich habe mich ewig nicht auf ihn eingelassen, weil ich dachte, Alter, du laberst Scheiße. Und irgendwann habe ich seinen Podcast mal gehört und dann habe ich das nachgegoogelt und dachte, ey, der erzählt keinen Müll. Und dann hat er mir quasi so... ich sollte mir so Pillen bestellen. Ja, das zeigt schon mal wie gesund das ist. Nee, Braunalge zum Beispiel, Antioxidant, dann viel Chrom und Zink und Zimt ist da mit drin und Vitamin D und dann Omega-3-Fettsäuren. Genau. Und ich habe das Wo kann man Omega-3-Fettsäuren woanders aufnehmen? In? Ja, aber das Problem ist... Ah, da ist wieder ein Problem, ne? Fisch ist verseucht. Ja, genau, war ja klar. Nee, dann lieber in Pillen. Nein, das ist ja aus Fischöl hergestellt. Ja. So diese Omega... Aber das sind EPA und... Nee, das ist ein hoher EPA, der wird sich umgucken. Ich bin nicht so fit wie er mit ihm. Aber auf alle Fälle nimmst du erst Omega-3-Fettsäuren, die machen quasi Mitrochondrien, also die roten Blutkörperchen. Ja, ich kann die Scheiße nicht aus... Die Dimitris. Das sind Russen. Die roten Blutkörperchen. Die Russen, roten Blutkörperchen. Die wandeln sich ja nach 6 bis 8 Wochen in Antioxidanten um. Und damit die Zellen, die auch durchlassen, also ein Türsteher quasi, musst du Omega-3-Fettsäuren essen. Und soll ich dir mal einen Tipp geben für die Ernährung? Geh einmal fett scheißen. Das Problem ist gelöst. 90% ist Salim so, ein Wannabe-Veganer oder ein richtiger Veganer? Der isst auch Fleisch, das ist kein reiner Veganer. Okay. Ja, dann also der ist so ein gesunder Typ. Wie kann das sein? Wenn, guck mal, ich will jetzt nicht auf cool machen, aber ich und Salim, wir können uns ja beide mal ausziehen. Ja. Und dann können wir vergleichen, wer krasser aussieht. Er sieht aus wie so ein leukämiekranker Inder. Alter, du hast ihn lange nicht gesehen, oder? Und ich habe so eine Bruce Lee-Physik. Dann kann ja seine Ernährung nicht so krass sein. Du musst ihn jetzt mal sehen, Alter. Der trainiert, der hat Muskeln gekriegt und alles. Echt? Alter. Boah, wenn der sich jetzt auszieht. Nein. Bruder, ich habe noch gesehen, sein Kopf ist zu groß für seinen Körper. Nein. Der schleift ihn so hinterher. Alter, nein. Doch, der hat so einen Hunger. Der hat komplett verändert. Echt? Der trainiert jeden Tag und so. Und ich dachte, Scheiße, wieso hast du Muckis gekriegt und so? Echt? Salim? Wann hast du das letzte Mal gesehen? Okay, ich nehme alles zurück. Wann hast du das letzte Mal gesehen? Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Wann habe ich das letzte Mal gesehen? Vor einer Woche oder so. Okay. Ja. Also wir hatten eine Tour durch Berlin, der hat sein Special für Sky und da haben wir quasi an einem Tag 6 Auftritte gemacht. So, also wow, an einem Tag. Ja, das war richtig hart, ja. Also okay, in Berlin ist es möglich. Danach bist du aber auch richtig wie... Siehst du aus wie Salim. Aber was ist mit den Haaren und so, was ist mit dem? Salim, was ist mit dem? Bitte komm hier hin, wir reden mit dir, wir helfen dir. Ich glaube, es ist Prozessoptimierung, weil Friseur kostet Geld und... Genau. Ja, aber Geld hat er ja, wenn er Cash in der Wohnung hat. Ja, weil er halt spart. Ja. Der ist so, gell? Ja, der ist richtig so. Richtig so. Aber richtig. Der hätte quasi den Kupferdraht erfunden, wenn er das Geld so gedreht hätte. So. Boah, stark. Ey, Mario, wo kommst du denn eigentlich her? Also, man zieht es mich nicht an, ich komme ursprünglich aus dem Nahen Osten. Wirklich jetzt? Ich weiß, was du meinst. Wo? Aus Südthüringen, Alter. Ja. Man hört es manchmal in der Sprache, wenn ich hätte nie gedacht, dass ich Dialekte habe. Ich dachte eigentlich, dass ich Hochdeutsch spreche, aber ich habe, Alter, ich... Und Salim, wenn ihr Salim hört, wenn er einen Ostdeutschen nachmacht, bin ich immer. Ja. du redest eigentlich so? Nee, aber er macht mich übertrieben nach. Comedians übertreiben ja und dann macht immer, guten Tag und dieses so... Also in der Region, wo ich herkomme, da reden die noch Hochdeutsch, ne, mit den Hitlerbärtchen.
Südthüringen. Aber stimmt, den haben wir auch vergessen. Hier zu erwähnen. Ja, in Osten gibt es viele. Immer wenn man gesperrt werden will und Shitstorm, muss man Hitler erwähnen. Man kommt nicht dran vorbei. Nee, ich mag ihn nicht. Also ist er eh nicht mehr da, aber. Ich mag ihn echt nicht. Aber das Gute war. Du kennst ihn doch gar nicht. Was ich wie alt ich bin, halt. Ja, stimmt, kann sein, dass er ihn persönlich kennt. Oh mein Gott. Persönlich. Ja, egal. Wir nennen die Folge die Ausgeburt der Hölle. Die Ausgeburt der Hölle. So heißt diese Folge. Und das Schlimme ist, wenn Salim kommt, die schwöre, wir werden gesperrt. Der kommt, weil der ist so ein Typ. Der zieht uns runter, noch mehr als ich es tue. Und dann verschwindet der ja wieder. Wir sind ja nur am Arsch. Nein, nein. Ihr könnt dich benehmen. Also du bist ursprünglich aus Thüringen. Aus Thüringen, ja. Und bist dann wohin gezogen? Ich bin geflüchtet. Wirtschaftsflüchtling. Ja, wo? Nach wo? Nach Fulda. Das ist 70 Kilometer entfernt. Und dann Fulda. Und dann wurde ich gleich diskriminiert. Und dann habe ich meinen inneren Hitler verloren, quasi. Also, ja, schade. Es ging dann gleich so, scheiß Ossi. Und das ist schade. Und das ist schade. Und nee, bin hart diskriminiert worden. Und dann habe ich, wenn ich Ausländer gesehen habe, wie, Bruder und so weiter. Und so. Du hast mitfühlen können halt, ne? Weil da bin ich auch heute noch. Bei mir in der Straße bin ich der scheiß Ossi. Ne, weil die es mitgekriegt haben, dass ich daherkomme. Und, wohnst du jetzt in Fulda oder in Frankfurt? Ich wohne in der Nähe von Frankfurt, ja. Okay. So ein Tümpelgarten heißt das echt jetzt. Ohne Scheiß. Das heißt nicht Tümpelgarten? Doch, das heißt Tümpelgarten, wo ich wohne. Kennst du das? Ich weiß nicht, die Stadt. Das ist ein Stadtteil. Ja, von? Von Hanau. Zwischen Hanau und Frankfurt, Tümpelgarten. Okay. Ja. Ja. Da beim Mülheim und so, oder nee, nicht Mülheim? Ja, Mülheim ist auch in der Nähe, ja. Ja, ne? Gibt es da einen Mülheim? Ja, ja, ja. Mülheim. Mülheim gibt es mehrere. Ja. Oh. Okay, ja. Und du lebst jetzt von Stand-Up? Oder ich lebe von Stand-Up und ich bin auch, Sales-Ingenieur in der Erdöl- und Energiewirtschaft. Das mache ich noch so. Das hat mir den Arsch gerettet während Corona. Was machst du? Sales-Ingenieur. Also ich betreue quasi Raffinerien und Kraftwerke und Da kannst du ein bisschen was klar machen. Krass, du bist ja gar nicht so ein Penner. Hier, krass, gell? Man darf nie über aussehen. Oder? Ja. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt, Alter. Das stimmt wirklich. Auch. Was machst du da? Erklär mal. Die Jobbezeichnung fand ich sehr interessant. Ja, das hört sich nur so gut an. Das ist wie Facility Manager, Hausmeister. Ja, genau. Ich arbeite an der Tankstelle. Nein, ja, Quatsch. Nein. Ja, das wäre aber jetzt stylisch. Boah, der hat den Tankstellen. Wart aber mal. Boah, du hast den aber so hochgepusht. Ich wollte selber ins Tankstellenwart werden, so geil klang das. Sales Engineer für Erdöl und für die Kraftwerke. In der Energiewirtschaft. Ja. Nee, ich arbeite echt bei BASF Ludwigshafen oder OMV, das ist in Bockhausen an der österreichischen Grenze. Und also ich betreue Süddeutschland, Österreich und Schweiz und betreue die Kraftwerke. Also wir machen quasi so Havarien, wenn irgendwo ein Rohr platzt. Oder eine Undichte ist, wo giftige Sachen ausströmen, dann kommen unsere Jungs mit Schutzanzügen und machen das dicht. Ja. Aber das machst du nicht selber, sondern du managst nur alles. Gottes Willen. Ich manage das nur, ja. Krass, aber du siehst aus, als hättest du das gemacht, die Strahlung. Und ja, so, stimmt. Ne? Man denkt, dass du mal ohne Schutzanzug da reingefallen bist. Dicke, das ist richtig hart. Ich war da schon. So. Also wenn du schon mal irgendwie... Und du hast Saliban zum Praktikum mitgenommen. Genau, das sieht ja auch so aus. Das ist schon hart dort, wenn du manchmal so mit dem Auto durch das Kraftwerk fährst und so, und dann kommt so, wenn du nicht so die Lüftung umschaltest, Alter, kommt manchmal irgend so ein Gestank rein, verreckst. Ja. Du denkst, da sind Ausländer. Du denkst. Wie so ein Asylantenheim, ne? Ja. Die haben wir auch vergessen, die müssen wir auch noch rein. Ja, genau. Das ist schon noch scheiße, Alter. Ich hab so 15 Somalis in einem Zimmer, dann gehst du rein. Ja. Alter. Es erinnert mich ein bisschen an Hartenburg. Laufhaus. Nee. So scheiße. Nein. Oh Mann. So, und spielst du? Ich glaube, bis jetzt ist das die schlimmste Folge. Ja, ich höre. Ich höre auf. Nee, wir haben noch nie so schlimme Sachen. Also, hier ist ja alles gefallen. Ja, wir haben ja gar keine. Ja, wir haben nur noch zwei Fehler. Wir haben keine Moral. Quatsch, ist doch nicht schlimm. Doch, ich höre. Oder? Wir machen doch nur Witze. Ja, genau. In Wirklichkeit ja, ziemlich Samariter. Ja, aber wir sind ja Künstler. Ja. Das heißt, wir sind ja gar nicht echt, die hier sitzen. Ja, genau. Deswegen darf ich ja auch eine Shisha rauchen eigentlich. Ja. Künstlerfreiheit. Künstlerfreiheit. Ja, genau. Gehst du auch auf Solotour oder spielst du nur Mixshows?
Nächstes Jahr, also wenn Corona vorbei ist, also in 10 Jahren. Ich will, nächstes Jahr mache ich Solo, ja. Wenn Corona uns kennt. Was heißt Solo? Solo. Der Arbeitstitel ist Eiskalte Schnauze. Ja. Weil mich die mal so ein richtig schlauer Journalist hat mich mal so betitelt und hat einen richtig guten Artikel über mich geschrieben, war ich selbst erstaunt und sonst machen die nur Kritiken harte. und dann habe ich gedacht, es passt. Eiskalte Schnauze. Ja. Weil ich natürlich kein Blatt vom Mund nehmen und. Krass, haben wir gar nicht gemerkt. Ich dachte, du bist so ein schüchterner Typ. Ja, bin ich. Und politisch korrekter. Aber ich bin auch wirklich politisch korrekt. Also, man sieht es mir nicht an. Ich bin eigentlich so ein Poetenromantiker. Ja. Wirklich. Gefangen im Körper eines Serienvergewaltigers. Ja, genau. Das passt. Wie viele Städte machst du? Ja, alle, die da sind. Ist noch nichts geplant. Echt? Aber so, 30, 40, 50, 60? Ja, wollen Sie sich gleich übertreiben, Alter? Eine. Eine. Nee, aber ich denke mal so 30 Städte am Anfang. Ja. Muss ich erstmal rundspielen wieder. Spielst du viel Gitarre auch mit Gesang und so? Ich feiere, also, das war so geile Nummer. Kann er singen? Naja, der macht halt so Comedy-Mucke. Wendler, was erwartest du halt? Ja, aber das ist geil, da sind geile Nummern dabei. Ja, also diesem krassen Song über dein Leben, weißt du, ich meine, wo ich nicht so kaputt gelacht habe. Ja. Also ich mache da auch mit Gitarre. Die Stand-Upper mögen das zwar nicht so, aber es gibt ja viele. Ach, scheiß auf die beschweren sich über jede Scheiße. Ja, aber es gibt viele amerikanische Stand-Upper, Dimitri Martin, die machen mit Gitarre und, nee. Und Hör mal zu. Guck mal, Stand-Up. Ich sag dir was über Stand-Up in Deutschland. Oh, danke schön, bitte. So. 99,6% sind unlustig. Und Versager. Und Versager. Und Hater. Unlustig. Und Hater. Also die, unlustig. Die haben doch immer bei jedem reden, die. Ja, der ist nur durchs Internet bekannt, der erzählt nur Witze, ja. Der geht mit Gitarre. Halt dein Maul. Erstens klaut ihr alle. Ich habe jeden schon erwischt. Selbst Leute, die über mich geredet haben, lassen sich irgendwas schreiben, sind unlustig. Was redest du? Ja, der ist kein richtiger Stand-Upper, der geht mit. Guck mal, der ist lustig. Weißt du, was ein richtiger Stand-Upper ist? Ich sitze gerade auf glühenden Kohlen. Nein. Ich darf nichts sagen. Nein, sag, warum? Sag, sag, sprich dich aus. Nee, ja. Nein, sag das, was du vorher über Salim gesagt hast. Ja, sag. Das ist der Fitner-Podcast, Alter. Ja. Immer. Ja. Nee, Salim wurde das mal unterstellt, aber ich war bei den meisten. Ja, wurde ihm mal unterstellt, aber es. Was wurde ihm unterstellt? Das weiß ich gar nicht. Was geklaut hätte und so weiter. Es wurde ihm nicht unterstellt, es wurde bewiesen. Es wurde ihm. Es wurde bewiesen und er hat das Video selber rausgenommen hier und hat mir auch schon geschrieben, dass das zugeben wird, wenn er hier ist. Da kommst du nicht raus aus der Nummer. Jetzt hast du ihn selber reingehauen, obwohl ich gar nicht darüber reden wollte. Und dann hast du K1 damals gesehen, hast auch die Lieder hier gekauft. K1 ist seit 10 Jahren nicht mehr in. K2, Alter. K2 ist das jetzt. Aber nee. War es klauen oder inspirieren? Ja. Er hat, glaube ich, das ist manchmal so, du hörst manchmal irgendwelche Sachen. Oder ist das 1:1 übernommen? Warte mal, du hörst dir irgendwelche Sachen an und dann hast du ein Thema. Und dann, es gibt wirklich eine Gleichheit bei manchen Gags. Ich habe zum Beispiel mal einen Gag mit Joachim Hahn 1945 auf einer Fahrt. Krass, echt? Mit dem? Ist dann Hahn? Wer ist das? Der war mal ganz viel bei RDR2, bei Raab war der auch schon und so weiter, aber der ist dann die Versenkung gegangen. Cindy und die jungen Wilden, da war er dabei. Also er hat schon ein paar TV-Sachen gemacht, dann war er weg vom Fenster. Der hat sehr harten Humor. Der wird euch auch gefallen, ja. Das sehr hart. Und mit denen hatte ich einen Gag entwickelt, einen richtig einfachen, flachen, blöden Gag. Und der ist mir dann mehrfach schon geklaut worden. Ich darf es halt nichts bei Twitter schreiben, irgendwo hin und so weiter. Die wird sofort alles geklaut. Ja, das stimmt. Also wenn du irgendwas, hast jetzt gut abgelenkt mit der therapeutischen Ausbildung. Aber das war ja nicht die Frage. Ja. Ja, das hast du gut gemacht. Die du hast eigentlich deinen Freund selber reingehauen, wenn du es erwähnt hast. Ich hab nicht reingehauen. Wir haben gar nicht darüber geredet. Wir haben gar nicht darüber geredet. Geklaut. Aber es ist krass, das stimmt. Jetzt macht doch Sinn, dass Salim immer schlecht über dich redet. Salim klaut nicht, nee. Auch der Felix hat so abgelästert über dich. Ja. Ja, das kann ich ja verstehen. Ja, Hasskonkurrenz. Einfach, ich stehe auf der Fitner-Podcast. Ja, wir machen so Beef mit allen. Beef mit allen. Wir erzählen auch nur Scheiße, wir lügen ja. Ich weiß. Ey, der hat das über dich gesagt. Das über dich erzählt. Ich mag Felix. Ich war jetzt bei seiner Stand-Up-Stunde hier im Quatsch Comedy Club. Hat ein neues Zeug gespielt. War das in Berlin? Ja. Wie war's? Mega. Ja. Ja. Der hat doch ausverkauft, ne? So in 4 Sekunden. Ja, war ausverkauft 4 Sekunden. Und Salim hat dann noch Karten ergattert. Ja, das ist ja klar. Der ist ja ein richtiger. Der ist ja so ein richtiger Nafri. Der ist die Definition von Nafri. Ja, das stimmt. Und dann, sei mal ehrlich, ne? Ja, das stimmt. Aber wir waren da drin. Wie hat er das zum Beispiel gemacht? Wie hat er da die Karten ergattert?
Aber nur er weiß das. Nur er kennt das System. Wir wollen die Tricks und Kniffe nicht verraten. Ja, ja, genau. Aber wir wissen die auch noch nicht mal. Ja, dann wart ihr da? Wir haben es uns angeguckt und ich muss echt sagen, Phyllis Tasslan, mega, Alter. Wer ist Phyllis Tasslan? Die hat einen Opener gemacht von Felix und so. Die ist jetzt auch bei seiner... Eine Frau? Frau, jetzt kriegst du wieder schlechte Laune, Alter. Ich finde keine Frau lustig im Stand-Up. Es gibt einige. Nein. Wen denn? Wen denn? Ich würde jetzt einen Namen sagen, um dich zu ärgern, aber nee. Ich finde Frauen so unlustig. Nein, sag bitte nicht, weil dann muss ich sagen, dass ich... Ich finde alle unlustig. Ich finde auch. Ich finde Frauen... Nee, es gibt gute ich finde Stand-Up ist nicht für Frauen. Frauen sollten so Volleyball spielen. Findest du aber jetzt wirklich eine... Sag mal eine Frau, die du lustig findest. Und willst du jetzt nur hier dich cool... Willst du jetzt cool dastehen, nein, damit du so Kontakt zu ihr hast? Oder fandest du die nein, wirklich lustig? Nein, ich fand lustig? Die mega gut. Wie ja, heißt die? Gut. Phyllis Tasslan. Okay. Türkin noch? Ja. Oh Gott. Die ist mega gut, Alter. Die ja, heirate die doch. So, nein, wen fandst du noch gut oder findest du gar keine Frau mehr gut im Stand-Up-Bereich? Überleg dir, du siehst sie alle Backstage. Ich fange gerade keinen Namen ein. Ich habe ganz schlechtes Namensgedächtnis hier. Okay, hat die abgerissen? Die hat echt abgerissen. Okay. Die mega gut. Kann ich euch nur empfehlen? Oder, ja, wir werden auf jeden Fall hingehen. Christine Buganski. Christine Buganski, natürlich gehen wir da. Kann ja keiner sagen. Ich fand auch Bonanza immer geil. Und so weiter. Was? Ich fand einige. Bonanza auch immer gut. Ja, ja. Phyllis mit Z am Ende, gell? Ja. Und dann? Tasslan oder so. Oder Tasslan, ja. Tasdan? Tasslan. Ja, genau. Also Tasdan. Ach, mit Tasdan. D. Ja, ich hab den hast Namen. Du noch sogar falsch. Findest du angeblich so krass, hast du noch so falsch. Alter, ich spreche alles falsch aus. Also hier, da haben wir. Podcast hat sie auch, Frauenquote. Ja, heißt genau. Der noch so? Ja, ja, mit Kinan. Wer ist Kinan? Kinan, der Comedian? Ja. Ja, der ist Kinan. Ja, jetzt weiß ich, warum du sie feierst. Sie ist ja genauso alt wie du. Zeig mal. Die ist jünger, Alter. Ja, doch. Die müssen wir auch sie sagen. Ne? Frau Tasdan. Die ist richtig gut. Ja, ist sie gut? Ja, die ist richtig gut. Es gibt einige gute, die noch nicht so bekannt sind. Es werden auch teilweise Frauen haben es halt ein bisschen leichter. Ey, ich mag den. Vincent Verfliehen. Ja, ich liebe den. Ich mag den übertrieben. Der ist Killer, Alter. So. Ben Schmid ist auch gut. Wer ist das von denen? Ben Schmid in der Mitte, der. Ja, okay. Der ist gut. Wer ist das? Kinan. Ja, Kinan ist super. Ja. Kennst du ihn? Ja, ja, Bruder, brutal. Wer ist das? Dominik Joschwiak. Ja. Okay. Ja. Okay. Frau, aber du hast selber gesagt, Frauen haben es einfach in der Comedy, ne? Ja, wie kann das sein, wenn Frauen, gibt, wenn Frauen so unterdrückt gibt. Sind und so ein Quark, den wir hören? Ja, man kann sich verleugnen, das Patriarchat. Da macht boah, halt dein Maul, Alter. Ich will das nicht hören. Dicker, ich habe eine Tochter und wenn du eine Tochter hast, denkst du anders dann. Ja, wir sagen ja nicht, dass Frauen schlecht sind und du die schlagen sollst. Wir sagen, die reden scheiße, wenn die sagen, die werden in der Szene unterdrückt. Ja, die nutzen es auch. Weil ich selber mitbekommen habe in der Comedy-Szene, wie Frauen Sachen bekommen, nur aufgrund der Tatsache, dass sie Frauen sind. Nichts anderes. Ja, das nicht gibt wegen die Talent. Ja, was ist das denn? Es gibt keine Nisa-Quote. Ja, du bist auch keine spezielle Randgruppe, Alter. Doch, ich bin eine spezielle Randgruppe. Nicht als Nisa, du gehörst zu so einem großen... Ja? Kontrakt, nee, warum? Konvolat. Ja. Was heißt das? Ja, so eine große Ansammlung. Ja. So Ansammlung von Basarleuten. Ja. Das hast du jetzt gesagt. Ja, das hast du gedacht, gell? Nein. Das ist ja, hab ich Basar schon gedacht. Nicht. Scheiß Nazi aus Thüringen. Das ist so Nazi-Flavor. So, ja, so kommt das. Ich kenn das doch. Nein. Ich hab nichts gegen Ausländer. Sagst aber zweimal Ölauge, lachen sich tot, alle. Ja. So seid ihr. Ölauge, echt? Ja. Ja. Aber es stimmt schon, dass die nur Kümmelöl nur in Nordafrika nehmen, ne? Und sehr gesund gegen Krebs, präventiv. Ja, ja, genau. Schwarzkümmelöl. Mhm. Ja. Okay, lenk mich ab. Erzähl, was du meinem Bruder gerade gesagt hast. Ja, genau. Ja, schieß. Wie viel? Okay. Nee, das ist schwierig, weil zum Beispiel, es gibt ja, du hast ja das deutsche Publikum oder das deutschsprachige Publikum. Ah, jetzt kommt's raus. Pass auf, nein, nein. Die kennen ja Mario Barth, das ist so gehypt worden, diese ganzen Kram da, ne? Ja. Und das ist ja nicht. Und die sind so, man erzieht ja das Publikum so auf Comedy. Und die Leute sind das gewohnt, das sind so Gewohnheitstiere und die wollen diesen Bullshit schauen und dann kommen so richtig lustige Comedians aus der Versenkung und das, die müssen sich erstmal am Markt machen. Mit Rebel Comedy wurde schon eine Lanze gebrochen, aber jetzt so langsam kommt das erst so. Die Stand-Up-Szene in Deutschland war ja keine richtige. Ja. Und das wird erst. Die ganzen Open Mix in Berlin, in München, in Hamburg, das kommt erst. In Frankfurt, Hallit. Ja, Hallit hat super Szene aufgemacht. Ja, ja. Mega, mega geile Show, habe ich auch schon gespielt. Der ist auch so ein geiler Typ. Das ist ein geiler Typ, mit dem habe ich den
Bullendreh gehabt, ja. Ja? Aber bist du in diesem Bullenvideo drin? Ja, ja, bin ich auch. Polizistenvideo, ja. Achso, Entschuldigung, tut mir leid. Polizistenvideo, ja. Wie redet ihr über meine Freunde? Ich nehme alles zurück übrigens. Es gibt eine lustige Frau in Deutschland. Ach jetzt. Und die liebe ich. Okay. Also ich würde mich verbeugen, wenn ich die sogar sehe. So Ehrfurcht habe ich. Rede. Die ist kein Stand-Up-Comedian, aber Kim Komiker. Kim Kardashian oder was? Anke Engelke. Ja, die ist auch geil, ja. Ja. Die liebe ich. Okay, also die ist so auch lustig. Ja, da sage ich, boah. Jetzt hast du aber echt einen ausgepackt. Ja, das ist King King. Aber Tané finde ich auch noch gut. Tané mag ich übertrieben. Ja. Tané ist auch gut, ja. Sorry. Aber Tané ist, ja, ist keine richtige Frau, denn die ist homosexuell. Das ist eine hübsche Frau, Mann. Best Tané, zeig mal. Tané, mega. Nein, Tané ist. Ist das die rothaarige? Ja, die, ja, ist auch die ist auch menschlich. Richtig gut. Top. Wie wird die geschrieben auf Insta? T-A-H-N-E-E. Bitte, meine Damen und Herren, folgt alle Tané. Ernsthaft. Tané, wisst du. Ach, Tané, sag ich. Meine lieben Zuhörer, wisst doch, ich bin doch der angebliche Sexist vom Dienst, ja? Und wenn ich euch sage, folgt Tané, die ist eine Top-Frau, dann folgt er. Doch, die ist so eine hübsche Dame. Ich hab doch nicht gesagt, dass sie nicht hübsch ist. Ich habe gesagt, die ist lustig. Der hat sie so abwertend. Ja, du hast abwertend. Ich hab sie erst im Video gesagt. Ja, okay, das ist echt lustig, dass sie es selber postet. Nee, die Tané und Anke Engelke, doch. Zwei Stück. Aber Anke ist. War ich folgt der. Ja, die ist. Guck, siehst du, wie korrekt der ist? Ich hab mir gefolgt. Ja, ja, die ist richtig gut. Ja. Tané ist richtig gut. Ist auch ein toller Mensch. Ja, die ist super. Wirklich. Toller Mensch, wie oft weißt, hast du sie gesehen? Jetzt weißt du was? Ich sehe jetzt ein weißt du, woher ihre Freundin kommt? Genau. Genau. Wo? Aus Iran? Ja. Ja. Nein. Ja. Ja. Ach du Scheiße, echt? Ja, Mann. Ja, ey, was lebt der noch? Der lebt auch noch, ja. Ja, genau, Alter. Wo ist der? In Köln, Alter. Wo ist der denn, Alter? Der bei so, einer, so sehen immer die hessischen Frauen im Bürgerbüro bei uns aus. Die dann die Ausweise ausstellen. Die sagen, hey, was ist los hier? Was ist los? Schon wieder verloren oder was? Ja, mega geil. Alles sicher, guten Tag. Jetzt erzähl mal wieder was. Du hast ja auch hier Sendezeit, ne? Das hört ja auch irgendwann mal auf, Gott sei Dank. Ja. Alles sicher. Sicher. Ja, Was war jetzt eigentlich die Frage? Du hast jetzt mal über die Comedy-Szene abgelästert. Ja, nein, und hast du Tané schlecht gemacht. Ja, Tané schlecht gemacht. Und diese Phyllis Millis aus Berlin. Und dann hast du nicht mal ihren Namen gesagt. Hast du mir das nicht schlecht gemacht, dass Tané schlecht gemacht hat? Ja, richtig Typ. Hast du die Phyllis schlecht gemacht, weil sie eine Frau ist? Tané nur, weil sie eine Lesbe ist? Ja. Hast du über Salim geredet, weil er Nafri ist? Was bist du für ein Typ? Ja, oder bist du für ein Typ? Mein bester Bro, Salim, ja. Okay, über wen willst du noch schlecht reden? Felix hast du natürlich direkt gut geredet, weil er ein Deutscher ist. Ja, genau. Haben wir direkt gepeilt. Ja. Ja. Aber wir geben dir hier die Plattform, weil ich und Schein sind liberal, wir akzeptieren jede Meinung. Ja. Wir sind sogar krasser als Deutschland, weil die tun so, als ob sie jede Meinung akzeptieren. Wir akzeptieren jede Meinung. Deswegen, du kannst weiter Leute schlecht machen. Nee. Weiter Minderheiten. Schieß gegen Homosexuelle und Ausländer. Und ja. Wir geben dir jede Bühne. Was natürlich für dich das Gleiche ist. Ja, genau. Du wirfst uns ja alle in einen Topf. Aber Homosexuelle und Ausländer kann das Gleiche sein. Khalid Bounoir, so man sieht das. Alter. Scheiße. Ach, oh Mann, Alter, das ist geil. Scheiße, wenn man lachen muss, doch sagen, weil ich einen Scheiß kriege, Alter. Ja, guck mal, du und Costa, ne? Wenn ihr. Ich bin mit Costa schon öfters unterwegs gewesen. Guck mal, wenn ihr beide zusammen seid, seht ihr aus. Seniorenheit. Dann seht ihr aus wie die Wildiger Herzbuben, ja, aber nur abgenommen. Ja, genau. Also. Ihr seht aus wie in diesem Film von Jack Nicholson und Morgan Freeman, wo die so im Krankenhaus sind und diese Liste abarbeiten. The Bucket List. Wie heißt es auf Deutsch nochmal? Jack Nicholson, Morgan Freeman? Ihr seid ja auch so. Costa ist ja morgen hier, ne? Ja, sag mal schöne Grüße. Ja, klar. Und soll ich meinen Rollader hier lassen für ihn? Nee, Costa ist mega nice Attitude. Ja, ja, das ist ein geiler Mario. Wie fühlst du dich auf der Bühne? Ein bisschen zu fett, aber sonst geht's. Nein, ich mein's ernst so. Nee, man fühlt sich wohl. Also es gab, am Anfang hatte ich echt so Lampenfieber und mittlerweile, das habe ich auch Salim zu verdanken. Er hat mich auf viele, wir haben ganz viele Shows gespielt, tausende von Shows, und er hat mich immer als Opener für seine Solo genommen. Ich bin immer, teilweise bin ich hart gebombt, und das macht einen dann. Deswegen hat er dich wahrscheinlich genommen. Dass er besser rausscheint. Genau. Das war auch ein Grund, natürlich strategisch. Aber das war nicht nur ein strategischer Grund. Nein, weil wir. Weil der ist geil. Man denkt immer, der will jetzt was dagegen sagen und dann haut er noch einen rein. Das ist geil. Das ist geil. Das war auch so ein Grund. Aber, und dann lernt man viel. Und dann irgendwann, du wirst ja nicht geköpft oder
Was sexuell belästigt. Außer du spielst bei Nisana Show, Alter. Dann. Deswegen, es kann ja nichts auf der Bühne passieren. Und dann entspannt man, hat ja auch Spaß, seine Message und Prämisse rüberzubringen und den Leuten und die Leute zum Lachen zu bringen, ja. Wo bist du nervöser? Auf der Bühne oder Backstage? Schwierig zu sagen. Eigentlich meistens beim Spannen, dass ich erwischt werde, Alter, auf der Bühne. Ich kann es nicht genau sagen, Alter. Echt? Also, es kommt immer darauf an, bei einer TV-Aufzeichnung bin ich natürlich auf der Bühne dann nervös. Ja, bei TV-Aufzeichnung, du hast nochmal so diesen Druck. Ich habe Prüfungen gehasst immer in der Schule. Und TV-Aufzeichnung mit Publikum ist richtig scheiße, ja. Wie ist das Gefühl? Du hast ja auch schon TV-Aufzeichnungen. Ich hasse TV-Aufzeichnungen. Ja. Ich mache es nur wegen meinem Management. Ja. Weil du wirst immer, was ich da nicht mag, du wirst immer so eine Schablone gepresst. So, ja, mach nur 7 Minuten. Mach nur 10 Minuten. So, vielleicht kriege ich das nicht hin, so ein 7 Minuten. Oder diese Regeln, dann schickst du dein Set. Ja, das raus, das raus. Ja, aber das ist mein Set. Das muss sein, damit die 7 Minuten gut sind. Und dann schneiden sie dir, dann musst du denen 7 Minuten schicken, die nicht dir gefallen, sondern die denen gefallen. Und dann spielst du einfach die 7 Minuten, die dir gefallen. So macht das Sali. Ja, so macht das. Und dann schneiden die das raus. Und deswegen, ich bin auch kurz, guck mal, ich brauch's ja noch, weil ich bin ja noch am Anfang, aber ich bin auch immer so kurz davor, wenn TV-Anfragen kommen, ja, hier, der soll... Guck mal, was soll ich jetzt zum Beispiel bei Dieter Nuhr ARD auftreten, so 7 Minuten, wenn ich weiß, dass das Publikum da mich hassen wird? Dieser Auftritt kann mir ja nur schaden. Wenn du und ich habe viele Sachen... politisch korrekte Sachen spielst nicht. Ja, okay, aber das ist ja bei mir leider sehr schwierig. Und ja, es ist so... Guck mal, zum Beispiel jetzt, ich bin im Quatsch Comedy Club, ne? Mhm. Morgen, übermorgen. Ja, und wie da oft willst du das noch erwähnen? Ja, warte, und da... Reicht doch. Und da... muss ich... Ob der so im Weißen Haus spielt, ja, zum Präsidenten. Ja, das wäre sogar noch besser. Und dann muss ich... Ich weiß, dass ich nicht das spielen kann, was ich so feier. Und dann geht er nicht hin. Sei doch... Sei doch ein Mann, Alter. Bruder, aber die Batzen schmecken. Ja, das ist... Jetzt bist du zurück, Alter. Die geil, scheiß Nazi, Alter. Aber Nazi und Nafri ist phonetisch ähnlich. Phonetisch, ja. Aber ich... Entschuldigung, wer... Rassist ist das. Was ist denn Entschuldigung? Rassisten sind doch gleich. Stopp, dass du so, nur weil wir dich hier entblößen, dass du Nazi bist, dass die Leute das jetzt wissen. Ich bin keiner, Alter. Ich hab. Gib's doch zu. Nein. Deutschland ist frei, man darf alles. Leute dürfen. Man darf alles. Ja, klar, Leute dürfen Laptops heiraten, dann kannst du wohl Nazi sein. Ja, ist doch nicht schlimm. Nee, wenn du dich so fühlst. Nein, wenn du dich so fühlst. So, Alter. Wer sind wir? Wer sind wir, dass wir darüber urteilen? Ja, genau. Ja? Du hast dich schon immer so gefühlt. Du hast dich immer gefühlt. Ja. Leugne nicht das, was du bist. Ja, ich hatte noch nie einen Hitlerbart, Alter. Ja, ist ja egal. Brauchst ja nicht mehr. Du kannst ja das sein, was du willst, ohne dich zu ändern mittlerweile. Alter, hast du schon mal eine Hitler-Transe gesehen? Wir verkennen in den Szenen nicht. Ja. Du musst sie kennen. Ich dachte. Nein, aber nee, kein Nazi, Alter. Das braucht man nicht heutzutage mehr. Das ist unnütz, Alter. Findest du nicht... Die Loser, die haben verloren, Alter. Ja, na und? Ein Champion kommt immer zurück. Dass die Champions. Das soll nicht zurückkommen. Ob die den Super Bowl wieder zurückgewinnen. Mit Tom Brady. Ja, Champions-Mentalität, du musst zurückkommen. Du kannst dich doch von der Niederlage nicht. Dicker, wen soll die nehmen, Alter? Ja, okay. Es gibt da keinen mehr. Okay. Wo ist klar, der? Gibt's einen. Weißt du, was ich finde? Guck mal, die sagen doch immer, die reden doch immer. Der Vogel, oder? Ja, der ist ja von der anderen Richtung. Ja. Also, die werden. Bert Wollersheim. Bert Wollersheim. Die wollen Hitler war auch erst Kommunist. Ja, guck mal, die wollen ja. Die wollen ja. Du musst ihn erkennen. Okkultist soll der auch gewesen sein. Hitler? Ja. Das haben die bei Hellboy gesagt. Ja, warte. Er nimmt sein Wissen von Marvel-Filmen. Hellboy ist nicht Marvel. Nicht? Nee, aber auch ein Superheldenfilm. Gleiches Rotz. Ja, genau. Siehst du diese Respektlosigkeit? Ja, ja, so, pass auf. Für den ist Batman Marvel, alles ist Marvel. Ja. Guck. Ist Batman nicht Marvel? Oh Gott, Schein, bitte. Guck mal, wir haben doch gerade einen geilen Podcast. Sag doch nicht so Sachen, Alter. Guck, Deutschland will doch eine Quote erfüllen. Diversity 2021. Wo ist der Nazi-Comedian? Warum geben wir dem keine Bühne? Gibt's da schon welche, oder? Nazi-Comedians? Ja, die treten ja nur da auf, wo sie gewollt sind. Ja. Klar gibt's die.
Björn Höcke oder so. Ich kenne ihn nicht mehr. Das ist der Thüringer Ministerpräsident. Thüringer Minister. Ach, der gute Gags. Alter, was für welche. Ey, ich hab, kennt ihr diesen Schwarzen, der bei der AfD ist? Ja, der ist ja lustig, Alter. Boah, der ist krass. Der ist ja ganz vom Weg abgekommen. Ja, der ist. Und der kann ja nicht mal. Nein, echt? Ich glaube schon. Ich glaube, der, ja so. Der kann ja nicht mal Deutsch sprechen. Der spricht doch selber so gebrochen Deutsch. Ja, ist doch lustig. Das ist lustig, halt. Wir Deutschen. Yeah. Ich krieg's doch nicht mehr. Wir wollen keine Afrikaner. Ja, genau. Was ist das für ein Typ? Der ist ja wirklich. Aber kennst du diesen Gag von Dave Chappelle? Also diesen Sketch, wo er quasi. Der beim Ku Klux Klan ist, obwohl er schwarz ist. Und blind, der, ja, das ist das Beste. Alter. Das Beste. Alter. Das ist so ein Arsch auf Köln. Ah ja, Dave's King. Und die Maske runter, alle Zähne. Mega. Haben wir blinde Comedians? Ja, haben wir, doch, ich habe einen gesehen. Ja, ja, genau. Timo Turka, ja, der ist blind. Und aber der ist ja nicht richtig blind, ne? Oder? Doch, der ist jetzt. Ich habe nur so von dem gehört. Es wurde immer weniger und jetzt ist es komplett Sendeschluss. Okay. Und der tritt noch auf? Ja. Und ich kenne diesen. Und der killt richtig, weil er halt Witze über Blinde macht und so. Ja. Mit einem Hund. Also die schöne, tolle Gags. Ja, ich habe auch so einen anderen blinden Comedian mal gesehen bei einer Open Mic Session. Das war aber nicht er. Und der kommt einfach auf die Bühne. Ich schwör's dir. Er kommt auf die Bühne und sagt, hey, wie geht's euch? Und der ist blind. Und ich bin ja so, guck mal. Ja. Ich bin ja krass, ne? Politisch nicht sauber. Aber das sind so Sachen, die mir leid tun. Also ich würde niemals dann lachen oder Scherze machen, wirklich nicht. Und dann kommt er auf die Bühne, ich guck und bemitleide es. Aber nicht so im negativen Sinne, sondern, boah, der Arme, ich bin voll undankbar. Guck mal, was der aus seinem Leben macht. Das berührt mich so. Und der sagt einfach, ey, wie geht's euch? Die so, ey, geil. Und der so, ah, irgendwie kann ich euch nicht sehen. Und dann hat er nur so, und dann sagt er irgendwann so mitten im Set einfach, ja, ja. Das Licht blendet mich und so, hat nur so Scherze. Nur so, aber richtig plump. Ja. Und dann kenne ich auch noch so einen Tauben. Tobias Kepp. Ja, der ist taub. Also der ist. Wie der ist taub? Er hat Hörgeräte drin. Aber er hört ja was. Ja, er hat Hörgeräte drin. Ich vor, er redet weiter und Applaus ist gerade da. Ist ja unlogisch. Stimmt, aber gut, ne, recht. Da muss ich ja was hören. Er hört schon, aber nur mit Hörgeräten und er hat aber so ein bisschen Sprachdefizit. Genau, so. Man weil er taub ist. Er redet so komisch. Also er redet so, wow, so, wow. So wie Salim. Ja, wollte ich gerade sagen. So, wie so ein Sprachbehinderter. Ja. So, er ist ja sprachbehindert, also, also er dürfte es sagen. Ist Salim Samato der erste behinderte Comedian in Deutschland? Dicke, aber es ist echt wahr, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, auf so einer Bühne in Mainz, hier in Mainz, hier. Dicke. Und ich habe den das erste Mal gesehen, dachte ich, Alter. Also wenn du so, wenn jemand so einen Witz über meinen Freund macht, ich würde nicht mitlachen. Ja, doch. Aber der ist ja Nazi, nein. Die sind ja so. Alter. Ich glaube, wir sind. Der ist größer wie ich. Und der Nazi hört. Nein, nein, nein. Mach doch so ein Hakenkreuz auf deine Bio bei Insta. Nein, nein, nein. Jetzt haben wir alles durch, glaube ich, oder? Nee. Eine fehlt noch. Fehlt noch. Ja, aber dann ist das Endlevel. Das Vario von Ding. Dann enden wir in der Xavier Naidoo-Welt. Dann sind wir komplett gecancelt. Nein. Das ist nämlich schon mega. Man. Gerade das fehlt doch. Ja, und, ja aber da nicht. Nee. No. Alter. Das ist das Endlevel wirklich. Das ist Endlevel. Ja, das ist komplett vorbei. Boah, damit habe ich gar nicht. Das ist so weit entfernt. Ich habe Gänsehaut bekommen, nur bei dem Bild. Ja. Da muss man richtig aufpassen. Er hat eine Vagina gezeigt. Ja, genau. Da muss man richtig aufpassen. Du als Nazi musst das wissen. Ja, ihr Nasenbären, Alter. Ja, Aber wo Nasenbären, man sagt ja auch über die, dass die Nazis sind. Und große Nasen haben. Ach so. Also. Pinkelst du gerade in der Hose oder was? Nein. Ja. Nein. Was ist das so? Was ist das für ein Geräusch? Das ist die Lederjacke. Ach so, hört sich an wie so eine Couch, Alter, wo sie drauf liegt. Ja, ja, Mario, Leder, wir haben alles komplett verloren. Ja, wir haben alles komplett verloren. Wir haben also ey, beim Therapeut waren wir stehen geblieben. Und dann hat es so eine Achterbahnfahrt in die andere Richtung genommen. Was war dein peinlichster Job? Wo du sagst, boah, da habe ich mich in dem Moment so geschämt. Ja. Peinlichster Job, boah. Du kannst Fragen stellen. Peinlichster Job, muss ich echt mal überlegen. Wo ich mich geschämt habe. Ich sag jetzt nicht blau, aber nee, ich fällt nichts ein. Alter, ich hatte nur tolle Jobs, aber ich weiß nicht. Fällt nichts ein.
Ich hatte so viele Jobs, mir ist nichts mehr peinlich eigentlich. Nee. Ja, wer bezahlt ihm tot, dem kann nichts peinlich sein. Der peinlichste Job. Doch, das darf ich nicht erzählen. Ich habe mal eine Filmrolle angeboten bekommen als Transvestit. Das war für den hessischen Rundfunk. Und da habe ich... Hier. Ja, und dann habe ich so gesagt, nein, das mache ich nicht. Das warum? Wieso bist du so intolerant? Pass auf, das war eine Komödie. Ja, weil, Alter, ich stelle dich mich als Frau vor, Alter. Aber warum? Ist egal, wenn du dich so fühlst. Wenn du dich so fühlst. Und wenn du das willst. Warte, oh nein, ja, falsch. Was erzählst du da? Nicht, wenn du das willst und sich so fühlst. Auch wenn du es nicht magst. Du musst es mögen. Wieso? Das ist doch die neue Welt. Ach so, ach Quatsch, nee. Du musst das gut finden, dass Männer sich als Frauen verkleiden. Die haben mich zurecht gemacht. Ich hatte nicht so viel Bart, aber die haben den Bart abrasiert und so weiter, die haben mich echt zurecht gemacht. Und ich sah aus wie meine Oma, Alter. Also ich als Frau hässlich, Alter. Als Mann hübsch und als Frau richtig hässlich. Und da habe ich mich geschämt, Alter. Ja. Weil dann kamen auch die Typen, die da auf sowas stehen halt und haben mich dann angeparrt und so. Und ich fand mich überhaupt nicht schick. Bist du auch drauf eingegangen? Nein. Ich habe zu lange überlegt. Nein, das ist nicht meine Baustelle. Nein? Nein. Okay. Ich bin also ich weiß, dass du gerne Frau sein würdest, 2 Jahre, das habe ich ja bei eurem Podcast schon gehört. Genau, und ich bin schwul. Und du würdest... Ich bin schwul und er will eine Frau sein. Udo Lindenberg. Ja, genau. Ja, der hat direkt Udo... Ich habe nicht direkt, ich habe überlegt. Ja, aber es war ja schon, du hast nicht lange gebraucht. Die ganze Folge war das eine Diskussion. Ja, Minuten. 2 Minuten. Two ich minutes. Ich kannte die Background-Sängerin von Udo Lindenberg. Kannst du die? Ja, ich kenne die. Hast du die weggemacht? Ja, ohne Scheiße. Und da schon mit Chris Norm gesungen. Ich glaube, die hört den Podcast nicht. Okay, ja. Das weißt du nicht. Alle hören uns. Ja. Und selbst wenn nicht, schneiden Leute das raus und schicken denen das. Aber wie lange ist das her? Vielleicht ist es schon verjährt. Nee, das ist nicht verjährt. Das ist 3-4 Jahre her oder so. Und das war eine liebevolle Zweisamkeit. Also warst du mit ihr zusammen? Zusammen oder hast du sie geknallt? Boah, scheiße. Was ist da der Unterschied? Was ist der Unterschied? Hey, wir waren doch. Weißt du, das Krasse ist? Dem ist das voll unangenehm, deswegen sag ich das. Weil das geil ist. Wieso ist ihm das unangenehm? Der erzählt viel schlimmere Sachen als ich, oder? Ja, war das so eine. Nur auf so Dings? Das war so ein Tinder-Date. Und war ich mit. Costa kennt ihr auch. Ich hatte die bei einer Show mit Costa. Ah, krass, also dabei. Das war so. Old versus Young. Ich der Alte, sie die Junge, nee, andersrum. War so ein Tinder-Day, mit dem bin ich bei Costa Show und danach dann haben wir einen Snack gegessen, ja. Und die war die Background-Sängerin von Udo Lindenberg. Ja, Background-Sängerin und von Chris Norman. Und vor über 20.000 Leuten gesungen und so weiter. Wow. Ja, und dann haben sie für dich alleine gesungen. Ja. Genau. Krass, aber von Udo Lindenberg Background zu dir ist schon ein krasser Abstieg, Alter. Udo Lindenberg, meinst du? Was hab ich denn gesagt? Das ist ein krasser Abstieg, meinst du, sagt er so für Udo Lindenberg. Ja, also, ja. Boah, geiler Gag, den hab ich nicht mehr realisiert, weil er so gut war. Das hat meinen Verstand übersteigt meinen Verstand, Alter. Ja, das war so der, also die Transsexuelle oder Transvestit war ein paar Ja, ganz wichtig, dass man das trennt, ne? Aber gut, dass der Übergang ist gut. Von Udo Lindenbergs Frau zu Transvestit, okay. Das ist ein bisschen sehr nah beieinander, die Geschichte. Aber ist ja kein Problem, wenn du drauf stehst. Ja. Aber krass, dass du so tolerant. Aber ist ja klar, dass du ein Transvestit das nicht spielen wolltest, weil Nazis sind gegen Sachen, solche Sachen per se. Aber ich habe eine Frage, nur mal angenommen, ihr hättet jetzt Kinder. Ja. Also die ihr zugebt, ne? Und das asozial, das geil. Das ist so ekel. Okay. Ja. Ich zahle doch in 12 verschiedenen Währungen und halt. Ja, pass auf. Und die auch lieb. Ich habe bis jetzt Glück gehabt. Die auch lieb. Und hier. So, und zum Beispiel ein Sohn oder eine Tochter oder der Sohn sagt euch, Daddy, ich bin schwul. Ich habe so gehofft, dass mir nie jemand einer im Podcast diese Frage stellt. Daddy, ich bin schwul. So. Ja. Ich bin tolerant geworden. Ja, ich bin tolerant. Ich akzeptiere. Und allein, dass du diese Frage stellst. Ja, ich zeig, wie intolerant du bist. Wie kannst du uns so eine Frage stellen? Denkst du,
Ich würde dann meinen Sohn abstoßen. Ich würde ihn unterstützen. Ich würde mit ihm einen schwulen Porno drehen. Ja. Das siehst so aus. Ein guter Freund von mir ist das passiert. Sein Sohn hat sich geoutet. Und das war eine schwere Zeit für ihn, erstmal damit klarzukommen. Mittlerweile ist er sehr tolerant. Ja. Ja, aber ich persönlich finde es nicht verwerflich, wenn es für ihn schwer war. Ja, warum muss immer jeder alles akzeptieren? Nein, natürlich. Ja, wenn du, das geht gar nicht. Wenn du heterosexuell bist. Ja, du hast natürlich recht. Er muss sofort sagen, ja, mein Sohn. Kein Problem. Er hat das. Wie ja, gesagt, besser wäre natürlich, anstatt dass er es akzeptiert, dass er es feiert. Das wäre natürlich noch besser. Weil das ist ja die wahre Toleranz. Ja, du musst dich ja feiern. Du kannst dich einfach auf CSD oder so. Einmal im Jahr. Ja, genau. Du musst ja wirklich feiern. Musst du Rainbow-Shirts tragen. Nee, es kann ja ein friedliches Nebeneinander sein. Okay, wenn deine Tochter jetzt kommen würde. Ja. Und die würde sagen, ich möchte ab morgen ein Mann sein. Ich bin ein Mann. Wie wäre das für dich? Was soll ich machen, Alter? Ja, machen sollst du sowieso nichts. Nee, aber wie ist dein Empfinden? Das ist meine Tochter, Alter. Oder mein Sohn dann. Ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Boah, ist das geil. Scheiße. Ja, auf alle Fälle. Ey, haben wir irgendeine menschenverachtende Ideologie heute nicht vertreten? Ja. Das müssen wir eigentlich noch einbauen. Nein. Bruder, wir waren heute rassistisch. Wir waren transmophob. Wir waren homophob. Wir nicht, er. Ja, wir nicht, er ist der Nazi. Wir sind liberal. Ja. Du hast uns diese Fragen gestellt. Ja. Willst du deinen Sohn akzeptieren? Klar. Ja, klar. Na, klar. Und außerdem sind wir ja nur die Moderatoren hier. Ja, ich sag, wir vertreten keine Meinung, wir sind objektiv. Objektiv. Ja. Wie das hier. Ja, wie das objektiv, Alter. Mein Sohn kann morgen kommen und sagen, ich bin das. Ja, kein Problem. Ach, kein Problem. Ja, ich mal gucken, schon, ob du danach noch einen Auftritt kriegst irgendwo. Ja. 10. Aber in der Nazi-Szene wirst du jetzt gut ankommen. Wir haben dich hier gebraucht. Jetzt ruft die an. Jetzt rufst du eine Partei an. Ey, der ist geil. Also ich weiß, dass ich Nazi-Fans habe. Ernst jetzt? Ja. Kann ich jetzt? Ich habe Nazi-Fans. So, weil die mich halt nicht richtig peilen. Ja. Und die sagen, ey, guck mal, der macht sich lustig über Türken und Ausländer. Ja, endlich einer, der was sagt. Ich weiß, dass ich so Leute habe. Die schreiben mich ja auch an. Ernst? Mhm. Ja, ich glaube dir das. Ja, ich feiere das ja auch. Die heißen dann so Mario. Ich feier das ja. Die heißen dann so Mario Wendler. Und die schreiben ihn an. So habe ich doch kennengelernt. Auf der Nazi-Demo. Nein, nee. Ich feiere das, weil ich bin liberal. Alle sind willkommen. Nazis, ja. Schwule, sobald in einem Topf ist. Alle sind willkommen. Ausländer. Hallo. Hessen. Ausländer. Hessen. Jeder darf bei mir rein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Du den Berg. Ja, nee, ich denke, man sollte schon tolerant sein heutzutage. Okay, aber findest du also Toleranz was Gutes? In gewissen Maßen, ja. Ja, aber wer bestimmt diese Maße? Du selber als Person. Okay, du selber. Du setzt deine. Okay, man sollte selber. Die moralischen Werte von der Gesellschaft sind ja eh nur. Die ändern sich doch eh alle zwei Jahre. Aber vielleicht bin ich dumm. Vielleicht bin ich dumm und mir muss das jemand dann vorzeigen. Also ich sag mal so, es gibt ja moralische Grundsätze hier in der christlichen Kultur sind die auf. Das ist nicht die christliche Kultur hier. Nee, ich sag ja, war mal. Die haben schon. Ja, vor 500 Jahren. Ja, okay. Ja. Aber die quasi die Gebote und so weiter, das ist ja alles auf diese Kultur aufgebaut. Das ist so eine Grundordnung, eine moralische Grundordnung ist. Und jeder sollte. Aber die moralische Grundordnung in der Gesellschaft hat nichts mehr mit dem Christen zu tun, mit den christlichen Grundwerten. Ja, schon ein bisschen noch. Denkst du, das wird sich töten. Denkst du ein. Das ist übrig geblieben. Das ist übrig geblieben. Ey, stark. Ich schwöre, genau. Das ist stark. Das ist übrig geblieben von der christlichen Religion. Du hast recht. Du sollst nicht töten. Das ist das Einzige, was da ist. Ja, sehr gut. Das ist tiefgründig aus. Das ist sehr guter Satz. War schon mal da. Du hast Kinder oder nur ein Kind? Zwei. Waren die schon mal auf einen Auftritt von dir? Ich hoffe nicht. Die waren schon da. Sagen sie nicht, Papa, was sagst du da? Also, meine. Wie kommen die erstmal damit klar, dass du ein Nazi bist? So ein Nazi-Dad. Und dass du ein Verhältnis mit Salim hast. Ja. Die grüßen mich jeden früh mit. Ey, du bist aber eigentlich so. Du bist so eine New Generation Nazi. Weil du bist Nazi und schwul.
Und transsexuell natürlich. Hey, ja. Genau. Ja, wie kommen die klar? Was sagen die da? Also natürlich, bestimmte Gags haben meinen Kindern nicht gefallen, weil ich auch über meine Kinder erzähle, aber... Die haben es überhaupt nicht gemocht. Echt? Ja, die haben es nicht gemocht. Aber mittlerweile haben sie sich, lassen sie über sich ergehen. Also beide in psychiatrischer Behandlung. Nee, die lassen. Nee, ich hatte echt Gags mit meiner Tochter schon gemacht. Ich habe einen Fan, Alter. Einen Fan, der hat den 50. Geburtstag gefeiert, hat mich eingeladen. Ich sollte auf seinen Geburtstag Stand-up machen, 20 Minuten. Und meine Tochter wollte mit. Und die stand daneben und die hat mich das angeguckt. Ja. So, wie alt ist sie? Die ist jetzt 15, ja. 15. Was sagt die so? Was sagt die so? Was sagst du? Kannst du so einen Satz verraten, was du über sie sagst, dass ich mir das vorstellen kann? Ja, ich erzähle zum Beispiel, dass sie in der Pubertät ist und dass sie halt sehr aggressiv ist und so. Und dann, nur ich war sie da bei mir und dann sagt sie, Papa! Ich sag, was denn? Schrei nicht so mehr. Die Mama hat gesagt, ich bin hässlich. Ach. Quatsch, das würde ich nie sagen. Die liebt dich über alles, wie ich dich auch. Was hat sie denn gesagt? Sie hat gesagt, sie sieht aus wie du. Das ist ein Gag. Ah, also und dann ist ein 15-jähriges Mädchen da und ist peinlich, weil alle lachen. Ja. Ja. Du bist ein richtiger Rabenvater. Ey, ich habe es jetzt gepeilt. Ich sehe aus wie du, ja, nach dem Motto, dass es ja dann die Wahrheit ist. Ja. Boah, ich Esel. Ja, okay, jetzt. Das ist gut, Alter. Boah, ja, ich hab's ja so kurz gebraucht. Nee, das ist schon, den habe ich schon bei Sat.1 gebracht, da haben sie gelacht, also. ja, klar. Aber, also sie ignoriert das quasi so ein bisschen so. Also klar will eine 15-Jährige nicht, dass der Vater über sie redet. Aber ich hab's. Aber sagt sie so in der Schule, mein Vater ist Stand-Up-Comedian? Nee, die verleugnet das. Ja klar, du bist ja Nazi. Natürlich. Nee, verleugnet das. Ich muss da echt aufpassen, aber die macht mich zum besseren Menschen. Ich bin zum Beispiel, habe ich sie vom Gymnasium abgeholt und da lief auf der Straße so eine Frau in einer knallroten Leggings und sie war korpulent. Ne? Darf mir heute auch nicht... Fett. Das habt ihr gesagt. Sie war übergewichtig oder fett? Sie war richtig fett, also so, so fetter von Fett. Sogar das Fett hatte Fett, weißt du? Ja. Auf alle Fälle, nee, pass auf, wenn man... So, boah, voll der Fettshaming-Podcast. Ja, pass auf. Hallo M&M's. Boah. Und sie hat gegessen, nein, Quatsch. Nein, sie lief auf der Straße und hatte knallenge Leggings an und rote Farbe und zum rotes Oberteil. Und das ist Signalfarbe, du guckst hin. Und ich, Idiot, denk laut und denk so, boah, ist die fett. Sofort meine Tochter, Papa, das ist Bodyshaming und so weiter. Ja. Ja, und ich sag so, scheiße, was hast du gesagt? Ich bin dann so langsam gefahren, hab das Fenster runterlassen, hab dann zu ihr gesagt, ey, ich hab nicht gesagt, so fett bist. Und ja, das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. Ja. Hat eine Zeit es gibt doch alles Shaming, Body-Shaming, Slut-Shaming. Das, ja. Das ist der Was dümmste. Ist Slut-Shaming? Slut-Shaming ist, wenn du über Frauen, die sich wie benehmen, sagst, dass sie und was ist, wenn sie... Aber das ist ja das Schlimme, weil ich sag ja... Es gibt keine Schlampen. Nein, ich sag solche Frauen, die müssen geschämt werden. Okay, warte mal. Und was ist, wenn jemand in diesem Bereich arbeitet? Das ist ja eine Fachkraft. Das ist ja eine Vaginalfachkraft. Also. Ey, Mario, Alter. Das ist schon krass. Ja, ey. Das ist ja ein anerkannter IHK-Ausbildungsberuf. Das ist das Ende. Wir können uns eigentlich verabschieden. Ja. Nee, aber ich habe jetzt was und du darfst wirklich nichts mehr sagen. Also erstmal, du liebst mich und ich liebe dich. Ja. Ich liebe dich ja ein bisschen mehr als du mich. Ja, so. Jetzt fängt's ja wieder an. Guck mal. Der hat meinen Geburtstag vergessen. Ja, der hat doch selber meinen Geburtstag vergessen. Nein. Doch, hier in der Folge live, vor 2 Jahren. Da reden wir in der Folge und du so, oh, ich hab das Geburtstag. Da war immer noch nicht so gut. Killer, Alter. King. Warte. Scheiße. Guck mal. Yeah. Was wolltest du sagen? Das will ich dir sagen, als mein Bruder. Ja. Schein. Bitte, du kannst nur zustimmen. Ja. Wenn wir diese Folge überleben, ja, dann darf ich ab sofort alles sagen. Außer das. Ja, das. Ja. Ja, Bruder, das ist... Das darfst du nicht sagen. Das okay, aber ich muss auch sagen, der ist schlimmer als du. Ja, klar ist der schlimmer. Das, die Erkenntnis habe ich seit einer Sekunde gehabt. Nee, du bist echt schlimmer.
Quatsch. Doch. Weil der macht ja wirklich, man merkt ja, dass der ein Spinner ist. So ein aber bei dir, man weiß das ja, dass du ernst. So denkst. Die steckt nicht so. Aber guck mal, das Gute ist, wir haben ja nichts gesagt. Ja. Wir bieten dir die Plattform. Genau. Aber am Ende des Tages, wenn weil wir. Weil Nazis brauchen ein Sprachrohr. Wenn wir, guck mal, wenn die Folge jetzt langsam zu Ende geht, dann werden wir dir natürlich sagen, dass es nicht in Ordnung ist, wie du denkst. Ja, klar. Ja. Und das aber du kannst dich ja entwickeln, menschlich. Schein auch, ich habe ihm Toleranz beigebracht. Ja. Ja, am Anfang, ich war so, ich habe es nur akzeptiert. Ja, jetzt feiere ich es. Ja, genau. Auf der AfD-Demo oder nein, er feiert alles, was, alles, was kommt. Alles. Also, wenn ich jetzt einen Sohn habe weil und, morgen, und er morgen kommt und sagt, ich heirate diese Flasche dann, und ich erzähle das Scheiern. Dann feiert er es. Er kann dich dissen dann wieder. Nein, er disst mich nicht. Nein. Er feiert es. Ich feiere das. Hm. Na, guck mal, ich lasse jetzt 30 Jahre Tradition, Kultur und Erziehung habe ich weggelassen, weil er mir die Augen geöffnet und hat. Und natürlich Wissenschaft lässt er auch und weg. Und Wissenschaft. Genetik, ja. Biologie, ja. Das interessiert doch keinen. Ja. Ja. Wenn ich eine Flasche bin, bin ich eine Flasche. Ja, das stimmt. Ja. Geil. Guck mal, warte, was ich sagen wollte. Wenn ich eine Flasche bin, bin ich eine Flasche, ja. Also erstmal, Mario, du bist krank. Das ist das erste Mal, dass ein Gast schlimmer ist als du, ne? Ja, der ist wirklich schlimmer als ich. Das ist aber so befuckt. Das sagt ihr nur so. Ich bin nein. Ich bin nein, 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 aber guck mal. Eigentlich haben wir immer Gäste. Also guck mal, jetzt Real Talk, ne? Ja. Wahre Geschichte, so wie ihr Stand-Up immer so. Ja. Das war alles keine wahre Geschichte. Ja. Hier, sitzt alles mal, frei hier sitzt immer ein Gast, ja. Der entweder sich schämt oder sagt, ey, boah, ich hoffe, ich kriege keine Probleme. Oder sagt, ich distanziere mich hier von jeder Aussage. Ich distanziere mich von jeder Aussage. Ja. Meistens geht es in die Richtung. So, hier die Hälfte vom Tisch, ne? Meistens. Ja. Aber ich bin ja kein Mensch, der auf jemanden zeigt. Ja, genau. So. Der unterstützt mich, das ist mein Bruder. Ja. Außer wenn ich was Kriminelles mache. Ja, außer was Kriminelles, dann verrate ich ihn direkt. Ja. Aber wir haben jetzt das erste Mal jetzt einen Gast, der einfach schlimmer ist. Und ganz trocken auf ganz alles trocken eingeht. Dass sogar wir uns jetzt teilweise schämen. Und er es ja schlimmer macht. Und wir machen ja unsere Sprüche. Ja. Und es kommt nicht schlimmer. Ja, es kommt nicht dieses, boah, sondern er macht schlimmer. Ja. Ja. Du bist kein guter Umgang. Du bist kein guter Umgang. Das hört sich nur so an. Jetzt verstehe ich auch, warum gegen Nazis immer so gewettert wird. Nicht wegen den Tritten und Schlägen. Nein. Ja. Es geht um Sprüchen, ja. Nein. Nee, aber. Kennst du den Film Romper Stomper mit Russell Crowe? Nee, das sagt mir irgendwas. Das war so ein Nazi-Film in Australien. Der ist so ein Anführer von einer Nazi-Gang. Nee, ich schau mir so einen Scheiß nicht an. Ich dachte, in Australien gibt es so Kängurus, da gibt es Nazis. Ja, ja. Gibt es sogar Kamele. Ach so, also American History X, aber so die australische Version. Ah, okay. Aber mit Bordsteinkante und. Nicht so, aber andere sehr asoziale Sachen. Okay. Gegen Vietnamesen und so. Also Tutis Familie war da in dem Film. Und dann. Okay. Ja. Ey, letztens wurde ich dumm angemacht. Ich habe eine ganz normale Frage gestellt. Da war eine Vietnamesin, ne? In der Shisha-Bar, wo ich immer hingehe. Vielleicht war das Tutti. Ja, das kann sein. Ja, die und da war einfach so, war so ein Fünfer-Tisch. Und die haben dann mit der geredet, also die eine, also die war die Freundin von dem Freund. Also, wie soll ich erklären? Da waren vier Freunde. Und der eine ist ein Freund von dem. Den kenne ich nicht. Und der bringt seine Freundin mit. Und dann haben die mich so gefragt, ey, coole Videos und dies, das. Woher kommst du eigentlich? Und so. Und dann habe ich gemeint, ey, wo kommt ihr denn? Eigentlich sagt ihr, ich bin halb aus Vietnam. Der eine sagt, ich bin Türke. Ich sage, oh, krasse Mischung, ihr seid zusammen. Ja. Cool. Und dann sage ich, okay, habt ihr Geschwister? Jung, alt, einfach mal so zwischen Gesprächen. Sag ja. Sag ich, seht ihr euch ähnlich? Dann sagt er zu mir, ey, Bruder, ist nicht korrekt, dass du das sagst. Ich habe erstmal nicht gecheckt, was du meinst. Ja, weil er meinte, du machst über Asiaten lustig, dass der angeblich gleich aussieht. Genau. Aber du hast es einfach so. Einfach so. Seht euch ähnlich, weil meine Schwester und ich sehen uns nicht ähnlich. Ja. So. Ja. Oder der ist. Der war wirklich sauer. Sauer. Und ich habe das nicht so gemeint. Ja, meine Witze werden auch falsch verstanden. Meine auch. Echt? Ich habe es auch nicht so gemeint. Ich habe das erste Mal dann so gefühlt, habe ich mich so gefühlt, wie ihr euch fühlt. Wie war's? Aber. Scheiße. Ja, der feiert das nicht so. Aber der hat ja gar kein Schamgefühl. Ja, du bist ja ganz krank. Du bist ja ganz krass. Ja. Wieso? Ja, man merkt das. Du hast so abgeschlossen mit dem Leben. Ja. Wieso? So wie Costa. Wie Costa. Nee, Costa geht aber so einen anderen Weg wie du. Ja. Der feiert und toleriert und liebt alles. Ja. So alles, was der Staat macht, ist geil. Der geht dann so auf AIDA-Schiff und dann singt er, es fährt ein Zug nach nirgendwo mit dir allein als Passagier. Wo ist eigentlich Christian Anders, der Huren? Weiß nicht, der ist doch tot, oder? Nein, der lebt noch. Nein, der war der Song von Christian Anders? Ja, klar. Nicht Thomas. Ja, ja. Christian Anders. Thomas Anders ist ja kein Schlagersänger.
Wie, ist der tot? Nein. Das ist doch der langhaarige Typ da. Ja, genau. Ja, der ist, der, ich glaube, der lebt nicht mehr. Nein, das stimmt nicht. Sonst laden wir den ein. Ja, ich will einen Schlagersänger hier haben. Wen denn? Roy Black? Der ist doch auch nicht mehr da. Dings. Heino. Wie heißt der? Alter, ich kenne mich den nicht aus. Ein Bett im Kornfeld. Ja, Jürgen Drees. Das ist immer frei. 76, der lebt. Denn es ist Sommer. 76, der lebt in Österreich. Schon dabei. Ja? Okay. In Österreich. Der wäre schon tot, Alter. Das, nee. Das kann ich so, Alter. Was sag ich mit Gildo Horn? Ja, wo ist der? Was macht der? Keine Ahnung, Alter. Der macht Stand-Up jetzt, glaube ich. Jeder macht Stand-Up. Aber man muss sagen, Gildo Horn, einer der erfolgreichsten Plätze beim Grand Prix. Ja, hat er mit dem Stefan Rapp-Song, ne? Ja. Gildo hat euch. Guck mal, du weißt, die letzte Grand Prix, ne? Ich glaube, Deutschland hatte null Punkte gehabt. Null. Wer war denn da? Weiß nicht. Weil die holen doch irgendjemand immer so unglücklich. Irgend so einen aus der Resterampe. Ja, so ganz ist. Dann, guck mal, alles, was Stefan Raab gemacht hat, funktioniert. Ja, stimmt. Dann hat er damals diesen Max geholt. Ja, und dann diese... Maskelmann, dann Lena. Der Ehebrecher. Ja. Wie, war der Ehebrecher? Der Max Muske? Habe ich einfach so gesagt. Der ist übrigens mit der, einem Comedian hier zusammen. Mit wer? Mit wem? Mit wer? Was ist das für ein Deutsch? Mit wem? Mit wem? Mit wer? Hm. Aber kann er auch... Carolin. Mit Kebekus. Ah ja, stimmt, der ist mit der zusammen. Ja. Echt, die sind zusammen? Ja, vorher war die mit dem Serdar aus dem Mundschutz zusammen. Ja, ja, genau. Mich auch. Max ist mit Caroline Kebekus zusammen. Ja, die machen doch jetzt auch öfters, wenn Fernseh-TV-Shows sind, wo sie da, ist ja auch mit dabei. Ja. Ich bin ja auch mit Cheyenne zusammen. Ja. Wie heißt der denn? Was hältst du davon? Ja, tolerier das. Findest du es auch gut? Ich feiere das natürlich. Ja, klar. Ja, das wollen wir doch hören. Das wollen wir doch hören. Was sagt Udo dazu? Ich bin die Sidechick von Udo. Deswegen Sidechick. Ich bin die Sidechick von Udo Lindenberg. Ich bin gar nicht. Das fand ich lustig, die Folge. Ja, das war auch so eine total absurde Frage. Aber es war, ich bin an meine Grenzen gegangen, weil ich musste hart überlegen. Ey, der sieht aber gut aus. Wer? Der Max Mutzke. Zeig mal. So mit Hut. Ja, okay, hier sieht er aus wie Costa. Sieht Costa besser aus. Ja. Aber so mit Hut? Gildo hat euch lieb. Und wenn es auch mal Tränen gibt, kommt er rüber und singt für euch Lieder. Gildo hat euch lieb. Unfassbar. Hast du ihn mal live gesehen? Gildo Horn, nein. Du? Nee, nur die Adaption Dieter Thomas Kuhn habe ich mal live gesehen. Ja, ich habe. Ich habe da für Bekannte, der hatte so eine Bar oder eine Kneipe in Hanau und hat da Flyer verteilt für die After-Hour-Party. Und die sind alle so in 70er Jahren Kostüm. Steht schon ein. Nein, 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 ich hab nur gegeben. Ich hab doch viel zu tun, ich muss früh aufstehen. Ja, der war schon heute Morgen. Um 13 Uhr oder was? Ich bin um 12 Uhr aufgestellt. Aber ich hab 4 Firmen. Ja. Das Baseball Dads. Alter. Also eigentlich, wenn man viel Firmen hat, muss man noch früher aufstehen. Ja. Steh spät auf. Bei der 5. wird 2. Ja. Und bei der 6. 16 Uhr. Das ist immer später. Ja, das ist dann... Hast du mal überlegt, so einen deiner Comedy-Songs aufzuheben und rauszubringen? Ja. Aber guck mal, du bist ja ein bisschen älter. Du kannst dich noch an die Zeit erinnern, ne? Wieso ist Klamauk-Musik, was in Deutschland immer gechartet ist und Millionen... Also jetzt nicht übertrieben, sondern die haben Millionen Platten gekauft. Wann kam der Zeitpunkt, wo Klamauk-Musik gestorben ist? Die Doofen, Otto, Raab, Mike Krüger. Damals gab es immer in den Charts so lustige Songs. Das war so ein Teil der deutschen Kultur. Wieso ist das gestorben? Das würde ja heute gar nicht mehr funktionieren. Ja, weil das, ich glaube, durch die technische Revolution, weil jeder hat Zugriff auf normale Musik. Nee, aber Otto war doch schon genial. Also, wenn man so die Lieder. Ja, aber auch so zum Beispiel aber Teddy, es gibt keine Künstler mehr, die das machen. Aber Teddy hat ja auch schon solche zwei Songs oder drei Songs rausgebracht, hat auch nicht funktioniert. Und warum nicht, frage ich mich. Weil das war, ich habe das gerne gehört damals, weil das war immer so ja, musikalisch mit so einem lustigen Touch. Du hast die Musik gehört und hast dich kaputt gelacht. Ja, das stimmt, aber Teddy ist dann eher schon so ein Phänomen für junge Leute. Und die haben halt die breite Masse angesprochen halt. Ne? Raab, die. Weiß nicht, was das für eine Gruppe ist von
Ja, aber die Songs sind gechartet. Die waren dieser Maschendrahtzaun, das war ein Hit. Ja. Ja. Weil da hatte Dude da, Birdie Fuchs. Ja, Birdie, ja, genau, Fuchs. Oh, ja, voll funky. Wer spielt Fußball und kann Golf? Birdie Fuchs, Birdie Fuchs. Wer hat Angst vor Büchsen? Ja, das waren so coole Songs. Ja, nee, und dann kam man nicht mehr künstlich, das gespielt haben. Zum Beispiel Lou, Gummibärchenbande und so. Ja, das. Ich wollte die Tür nicht aufmachen, sorry. Ja. Aber ist egal, wie feiern diese Tür? Bürger Lars Dietrich hat auch coole Songs. Ja, sexy Eyes. Guck mal, er hat einfach Sexy Eyes gecovert. Sexy Eyes mit Sahne. Sexy Eyes, Banane. Das war's dann, ist dann weg. Aber ich glaube, es hat sich so ein bisschen geändert. Schade, weil ich finde das, ich höre das gerne kurz. Sven Benzmann, heißt er so? Ja. Der macht das ja auch. Du machst das auch, schon mir das gerne an, weil es lustig ist. Ja, ich. Ich habe auch jetzt letztens einen Comedian gesehen, den ich habe vergessen, aus welcher Stadt der kommt. Und ich habe ihm sogar gesagt, bitte, er soll den Song demnächst, wenn ich in seiner Nähe spiele, soll er mich anschreiben. Und dann will ich, dass er den performt als Opener. Der hat einen Song, der heißt 1,50 Meter. Das war so ein Typ mit Gitarre. Und dann singt er so darüber, wie es ist. Hat so einen langen Bart? Weiß ich nicht mehr. Der singt so darüber, wie es ist. 1 Meter. Nee, der hatte keinen Bart. Brille. Den kann ich nicht sehen. Und ich dachte, der Betz aus Hamburg. Das war sehr, sehr lustig. Aber die Zeit ist vorbei, ne? Die Leute feiern das nicht mehr. Ja, sobald die irgendwas mit. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist vielschichtiger geworden alles. Also die Gesellschaft will das nicht mehr so. Also die ist zu viel Konsum, so schnell und so. Weißt du, wir feiern das noch, weil wir Erinnerungen dran haben. Aber ich glaub, ja, genau. Aber du musst was bringen. Es gab ja schon alles. Beispiel von Trio, da und so. Ja. Das haben die ja irgendwo im Dschungel in Brasilien gehört und so, ne? Lief im Radio mit da. Also sagst du, dass es in Brasilien nur Dschungel gibt? Ja. Im Amazonas. Ja. So ein Nazi bist du. So ein Nazi bist du. Nur Dschungel im Brasilien. Ja, ja, nur so blickst du auch als weißer Mann auf die herab, ne? Nee, das ist eigentlich eine gute Heimat für meine Großväter. Du liebst mich nicht, ich lieb dich nicht. Da. Duck, 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 duck. Da. Ja. Nee, ich hab das, das kann schon, das ist so. Aber das hat man früher so gefeiert. Früher war auch alles besser so. Ja, aber du hast ja immer noch nicht gesagt, warum das nicht mehr gibt heute. Ja. Du erzählst nur, wie früher, wie alles krass war. Ja. Aber kein Plan, ich weiß nicht. Sagst du, du bist schon Künstler. Ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht. Ich würde es mir jetzt auch nicht mehr anhören. Ich habe mal früher als es noch Kassetten gab und zwei Otto-Kassetten angehört, aber jetzt will ich mir nicht mehr anhören. Ja. Schöne Schuhe, gell? Was hast du an? Nazi-Schuhe. Nike. Sponsert mal. Einmal neu im Leben. Ja. Birdie Fuchs. Da gab es ja auch noch den Schalalala-Remix. Kennst du noch? Wo du so Soul singst. Wer spielt Fußball und kann Golf? Da kam so ein Background-Sänger. Birdie Fuchs. Schalalala. Ja, stimmt. Das ist auch eine, die war geil, die Version. Ja, aber das. Ich glaube, es gibt es nicht mehr. Und ich weiß auch nicht mehr. Guck mal, die Ballermann-Sänger haben, glaube ich, alles kaputt gemacht. Ja, die haben das so richtig übertrieben. Ja. Das ist so. Dein Cousin, Wendler. Ja, genau. Sie liebt den DJ. Ist er noch mit Dings zusammen? Ja, aber die hat es jetzt schwer, weil die wird ja überall jetzt auch boykottiert. Die hat jetzt schon ihre Gucci-Handtäschchen verkauft, sie jetzt und so. Ja. Echt jetzt? Ja. Die hat jetzt auch ihre Lippen machen lassen. Wie sieht die jetzt aus? Scheiße, ne? Ja. Ich gucke ihr nie so ins Gesicht. Oh Gott, ey. Das ist der Sexualstraftäter-Podcast. Du schämst dich für gar nichts, gell? Ja. Du siehst ein bisschen aus wie Christoph Daum, Alter. Alter, nee. Wir haben es immer gesagt, Axel Stein. Axel Stein, stimmt. Axel Stein, so auf Greg. Ja. Und auf Greg. Stein, wo ist Axel Stein eigentlich? Aber der ist auch nicht mehr dick, ne? Ne, der hat abgenommen, Der hat abgenommen, seitdem hat er keine Rollen mehr, großartig, ja. Der Arme. Ja. Der Arme, gell? Siehst du? Das ist genauso, wenn Faisal abnehmen würde, dann. Aber der ist ja dabei abzunehmen, der hat schon gut abgenommen, Faisal. Habe ich jetzt mitbekommen, doch. Ja, weil Karriere läuft nicht mehr so finanziell, ist ein bisschen mager. Deswegen versucht er jetzt so gut auszusehen. Aber feier ich, der hat wirklich krass abgenommen. Weißt du, wie schwer das ist? Ich weiß, wie schwer er war. Ja. Aber er sieht immer noch fett aus, oder? Ja, normal, der wiegt doch 800 Kilo. Wenn du 50 Kilo abnimmst, genau, wiegst du noch 750. Genau, wenn ich den Boeing 747 um 2 Meter verschiebe, da weiß er auch nicht, wo die vorstehen. Ja, ja. Der braucht den noch, aber das ist echt schwer. Also, ich hab Respekt davor. Ich weiß noch, ich bin mit denen
zu irgendeiner Veranstaltung gefahren und das Auto hatte Schlagseite. Der ist ja auch noch groß. Ne? Ja, riesengroß. Der ist so 900 Meter groß. Das Auto hatte Schlagseite. Ich dachte, alle. So. Und die müssen wir hier holen. Ja, Faisal muss auch kommen. Der würde mich stoppen. Aber das Problem ist, da müssen wir ja alles umbauen, Alter. Was ist das? Ja. So, ich muss ja hier die. Wir müssen den Raum vergrößern. Ich muss erstmal die Treppen. Breiteres Objektiv und so. Weil das ist ein maleres Holz. Das ist schon 30 Jahre alt hier. Wir sind ja in einem alten Fachkraftwerkhaus, ne? Fachkraftwerkhaus, ja. Ja, die Holzwärmer tragen eine Hitlerbärte, Alter. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt langsam zum Ende. Ja, wir gehen zum Ende, ja. Mario. Mario, sag mal direkt mal, wo man dich finden kann, außer jetzt auf den Parteitagen. Ja. Auf welche Social-Media-Seiten findet man dich? Wo kann man dich sehen? Nutzt die Werbung. Wo kann man dich entgehen? So. Okay. Also man findet mich auf Instagram und auf Facebook, auf Gaylord, auf Lieferando, überall. Nee, auf Instagram unter mario.wendler. Lasst mal ein Like da. Facebook auch? Facebook pflege ich gar nicht mehr, ist doch tot, oder? Nein. Der ist am erfolgreichsten auf Facebook. Echt jetzt, ja? Ja, ich bin der Facebook-King. Ich bin auf Facebook. Der ist auch wirklich der Facebook-King. Ja, ich bin war früher der Facebook-King, hat mir den Titel abgenommen, ne? Ja, echt? Okay. Ja, okay, Facebook finde ich. Okay, Facebook, ich habe in den letzten 14 Tagen 6 Millionen Aufrufe gemacht. Wie kann man sagen, dass die Plattform tot ist? Das ist doch der. 6 Millionen in den 14 Tagen. Ich hatte 6 Aufrufe, glaube ich, in den letzten. Nein, weil, ich will gar nicht meinen. Bleibt woanders. Ja, bleibt woanders. Komm ruhig rüber zu mir. Lass die. Ich bin viel, viel schlimmer. Nein. Also auf Instagram, Facebook, da kann man mich adden und liken und kann man einiges sehen. Mario.wendler. Mario.wendler. Auf Insta und erfährt man. Wo findet man deine Tour-Dates und so? Hast du eine Internetseite? Ich habe eine Internetseite, die heißt, das kriege ich gleich Hate, www.comedyprinz.com. Hat Salim dir die Seite gemacht? Nein. Es war ein Kumpel, der hat mich immer Arschprinz oder Pimmelprinzessin genannt und hat mir mal zum Geburtstag geschenkt. Was, eine Domain für 1 Euro? Was ein krasser Freund. Ja, so eine Opfer von Strato und dann habe ich die Seite behalten. Von Strato? Alter, damals. Hast du den Host dann wieder erwähnt? Natürlich. Echt Opfer, ja, ich habe auch Probleme mit denen gehabt mal. Ja. Und Comedy Prinz? Ja. Mach doch mario-wendler.de. Ja. Die ist schon vergeben. mario-wendler.de? Ist, glaube ich, schon vergeben. Weiß nicht, ich habe. Weißt du nicht, du brauchst es einfach. Ich gucke jetzt für dich. Dann registriere ich die und dann musst du mir 1000 Euro zahlen. Na klar, ich muss die fünfte Firma aufbauen. Ja. Fünfte Firma. So, gucken wir mal. Es kann ja nicht sein, dass du so eine Domain hast. Ja, doch. Das regt mich ja auf. Wow. Ja, also genau. Und Auftritte habe ich jetzt in Heidelberg. Ich bin am 9.12. in Zürich, wenn ihr da in der Nähe seid. Dann am 21. bin ich in Frankfurt. 21. Dezember in Frankfurt. Wo da? Im Jesse James. Ich kriege keine Worte mehr raus. Ja. Lounge Kitchen. Boah, Junge. What for the Stern, jetzt kommt der. MarioWendler.de ist frei. Ach, krass, echt. Nein, das ist einfach scheiße geredet. Und 3 Euro im Jahr. Das ist viel zu teuer, Alter. So, jetzt gebe ich nochmal Wendler ein mit Minus. Geil. Gibt's auch? Du laberst. Boah, du bist wie Salim, du bist nur am Lügen. Nur am Lügen. Ich hab dich erwischt. Alter, da hat der abgegeben, der Typ. Nee, hat er nicht. Warum soll jemand sowas registrieren? Ja, ich frage mich auch. Deswegen kommt die Black, guck mal, Black Week. Für 3 Euro. Krass. Also, mal sehen. Ich habe also auf comedyprinz.com, finden wir einige Sachen. Okay. So, Marius. Hat mich sehr gefreut. Es war wirklich eine geile Folge. Du hast uns. Du hast in die Hölle gezogen. Ja, ich finde es nicht gut, wie du denkst. Ja. Und wie du dich. Aber du kannst wachsen. Aber du kannst wachsen. American History X, der Nazi hat sich auch geändert. Ja, stimmt. Wenn du das nächste Mal kommen willst. Dass du kein Nazi mehr bist. Dass du kein Nazi mehr bist. Und. Du hast dich auch mit uns an den Tisch gesetzt, obwohl du Nazi bist. Und dass du dich entschuldigst für alles, was du hier gesagt hast. Ja. Weil das war nicht korrekt. Ja. Aber wir urteilen nicht. Wir sind keine Menschen, die urteilen. Ja. Wir nehmen jeden, der so ist, wie er ist. Und wenn Salim kommt, reden wir darüber, wie du über den gelästert hast. Meine Damen und Herren, vielen Dank für den Herr Wendler, der uns auch einen Besuch abgestattet hat. Ja. Und danke an Nisa, meinen wunderbaren Partner. Ich danke Schein, meinen wunderschönen Partner. Es zerreißt mein Herz immer noch, dass ich seinen Geburtstag vergessen habe. Nein, brauchst du nicht. Ich liebe ihn.
Ich liebe ihn auch. Und, ja, er sagt es nur so, ich liebe ihn ja wirklich. Und Leute auf Nazis herabzublicken. Und ich will dafür einstehen, Brasilien ist nicht nur ein Dschungel. Ist nicht nur ein Dschungel. Das stimmt. Ja. An alle Brasilianer, ich liebe euch. Boa, boa, Portugues, boa. Alles klar, vielen Dank. Ciao, ciao. Danke.